Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich meine Freude zum Ausdruck bringen darüber, dass es gelungen ist, einen sehr geschätzten Kollegen, einen sehr anerkannten Kollegen der deutschen Geschichtsschreibung, der deutschen Zeitgeschichtsforschung, Ihnen hier näher vorzustellen. Es handelt sich um den Kollegen Eckhard Conze, der zu uns heute gekommen ist, und ich habe die Freude, seine Vita, seine Leistungen und seine Treffer auch Ihnen, wie das üblich ist, hier bekannt zu machen und ihn gebührlich einzuführen. Herr Conze ist Jahrgang 1963, geboren in Coburg. Das ganz Lustige ist, dass wir vor 17 Jahren unweit voneinander aufgewachsen sind. Ich bin ein Jahr früher in Innsbruck geboren, aber auch in Oberfranken aufgewachsen, in Neustadt bei Coburg. Das ist ganz lustig, das haben wir jetzt nochmal gemeinsam erinnert in einem kürzeren Expertengespräch. Herr Conze hat studiert, natürlich Geschichte, ganz wesentlich, an den Universitäten in Erlangen, in Nürnberg, in Köln und in Tübingen. Und er ist dort in den 80er Jahren ganz maßgeblichen deutschen Wissenschaftlern begegnet. Michael Stürmer sagt vielleicht den älteren Kollegen noch, den Senioren und Gasthörern noch etwas, der in zahlreichen Fernsehdiskussionen zu sehen war in den 80er und 90er Jahren. Politikwissenschaftler, Historiker, Andreas Hilgruber an der Universität Köln, Hans-Peter Schwarz, Karl Kaiser, nicht zu vergessen auch in Tübingen, wo Herr Conze studiert hat, Anselm Döring, Manteuffel. Das sind prägende Figuren der deutschen Geschichtsschreibung gewesen und das ist auch ein gutes Stück der Wissenschaftssozialisation von Eckhard Conze. Studium der Geschichte, wie gesagt, der Politikwissenschaft, des öffentlichen Rechtes in Erlangen-Nürnberg, in Bonn, in Köln, aber auch an der LSE in London, an der London School of Economics. Herr Conze hat 2 Jahre auch erlebt, was, wenn man so will, Politikberatung heißt, was heißt, zu sein Wissenschaftler, der auch bei einer Stiftung arbeitet, die Wissenschaft und Politik, SWB heißt, damals in Ebenhausen, am Forschungsinstitut für internationale Politik und Sicherheit, wo ja auch Michael Stürmer tätig gewesen ist. Er war dann in den 90er Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Zeitgeschichte der Universität in Tübingen. Er hat sich dort auch entsprechend habilitiert mit der Arbeit Adel im Niedergang. Und es geht hier um eine familienbiografische Studie über die Grafen von Bernstorff im 20. Jahrhundert. Die Promotion reichte einige Jahre zurück und beschäftigte sich mit der Frage Hegemonie durch Integration deutsch-französische Beziehungen in der amerikanischen Europapolitik. Also wie haben die USA auf Europa geschaut? Und da gab es ja nicht nur die deutsch-französischen Beziehungen, es gab eben auch den Streit, den Richtungsstreit, die Diskussion zwischen den Atlantikern und den Gaullisten. Herr Conze hat sich dann über Forschungsstipendien, Stichwort Gerda-Henkel-Stiftung, Vertretungs- und Gastprofessuren so eben an den Universitäten in Tübingen, in Erlangen-Nürnberg und in Toronto weiter nach vorne gearbeitet und ist seit 2003 ordentlicher Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Seminar, auch für Neuere Geschichte der Philipps-Universität Marburg. Bekannt geworden, auch noch einer größeren Öffentlichkeit und einer Öffentlichkeit durch die veröffentlichte Meinung publiziert, ist er in den Jahren 2005, 2010 als verantwortlicher Sprecher der sogenannten Unabhängigen Historikerkommission zur Aufarbeitung der Geschichte der Rolle des Auswärtigen Amtes in der Zeit des Nationalsozialismus einerseits, aber auch die Frage, die zu behandeln war, Kontinuitäten mit Blick auf Bedienstete tätig gewesen im Auswärtigen Amt, mit Blick auf die Zeit nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland. Herr Conze hat Gastprofessuren an den Universitäten in Bologna, ist andererseits als Gastwissenschaftler auch am Deutschen Historischen Institut, am DHI in London, aktiv gewesen, an der University of Cambridge in Großbritannien. Und er ist auch in der Hochschulpolitik, in der Hochschulverwaltung aktiv. Er hat seit 2009, 2010 auch gewirkt als Dekan im Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg. Publikationen sind zahlreich. Ich würde hier wahrscheinlich gut eine Viertel bis eine halbe Stunde stehen, wenn ich alles erwähnen würde. Ich kann eine Fülle von Herausgeberschaften erwähnen. Das schon in Rede stehende Werk Das Amt und die Vergangenheit, gemeinsam mit den Kollegen Frey, Hayes und Zimmermann. Neu als Herausgeber mit Christoph Safferling, The Genocide Convention,
Legal and Historical Reflections 60 Years After Its Adoption, Cambridge 2010 erschienen, auf Herausgeberschaft mit der Kollegin Budde, Oldenburg und Cornelia Rau, Bürgertum und Wirklichkeit in deutscher Nacht im Zweiten Weltkrieg, ganz aktuell Göttingen 2010, Adel in Hessen, das ergibt sich aus der Verankerung in Marburg, Historische Kommission auch für Hessen ist Herr Konze aktiv, Adel in Hessen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Sie sehen also Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Adelsgeschichte, aber auch ganz stark natürlich die Geschichte der internationalen Beziehungen. Aber es ist ein breites Oeuvre, das sich eben nicht nur auf ein Feld der Geschichte bezieht, sondern Geschichte als einen dynamischen Prozess begreift, von den verschiedenen Perspektiven, von den verschiedenen Realgeschichten ausgeht. Und da zeugen viele Sammelbände, unter anderem auch über den Europäer aus Italien, Alcide De Gasperi, mit Kollegen Corni und Pombeni, eine Geschichte der internationalen Beziehungen, gemeinsam mit den Kollegen Lappenküper und Müller, Geschichte zwischen Wissenschaft und Politik, die Festschrift für Michael Stürmer, aber ich möchte vor allen Dingen erwähnen, die Monographien, die wertvollen, wichtigen, anregenden Monographien, die Suche nach Sicherheit, eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, ein Opus Magnum, das im Jahr 2009 erschienen ist, mit anregenden Thesen, mit der Diskussion, denke ich, auch sehr befruchtenden Thesen, auch zur Kontroverse herausfordernden Thesen. Adel und Moderne, Deutschland im europäischen Vergleich, im 19. Jahrhundert, das ist nochmal eine Herausgeberschaft, wie Sie auch sehen, die Frage der Moderne, die Frage der Geschichte des Adels im Kontext der europäischen Beziehung der neueren und Zeitgeschichte. Aber was ich noch erwähnen möchte, vor allen Dingen monographisch von deutschem Adel, die Habilschrift, die Grafen von Bernstorff im 20. Jahrhundert. Das ist ein wesentliches, wichtiges Werk. Und nochmal zur Dissertation, die auch natürlich veröffentlicht ist, die holistische Herausforderung deutsch-französische Beziehungen in der amerikanischen Oberpolitik. Wenn man sich die Vita von Herrn Konze ansieht, sieht man auch, wie vielfältig aktiv er in den verschiedensten Gremien als Gutachter, als Akteur in den entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen tätig ist, so in verschiedenen Journals, in verschiedenen Beiräten. Ich möchte einige nur kurz erwähnen. Er ist im wissenschaftlichen Beirat des Militärgeschichtlichen Forschungsamts. Forschungsamtes ist Herausgeber, Mitherausgeber der Studien zur internationalen Geschichte, im Editorial Board des Journal of Contemporary History. Er ist Vertrauensdozent, was wichtig für Studierende ist, der Studienstiftung des deutschen Volkes. Er ist permanent Gutachter für die namhaftesten deutschen Stiftungen wie DFG, VW, Thyssen etc. Ich müsste 25 dieser Mitgliedschaften und Herausgeberschaften aufzählen, es waren nur 5, man möge mir das nachsehen. Ich hoffe, Sie, lieber Herr Konze, gebührend hier eingeführt zu haben. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie zu uns gekommen sind, nach Hildesheim zu einem Thema zu sprechen. Das heißt, das Amt und die Vergangenheit, Zeitgeschichte zwischen öffentlicher Diskussion und wissenschaftlichem Fortschritt. Herzlich willkommen. Ihnen wird nun das Podium. Bitte schön. Ja, lieber Herr Gehler. Ganz herzlichen Dank für die freundliche und ausführliche Einführung. Herzlichen Dank natürlich auch für die Einladung, überhaupt hierher heute nach Hildesheim kommen zu dürfen, um vor Ihnen, meine Damen und Herren, sprechen zu dürfen. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse, freue mich sehr darüber, aus meiner Sicht als Sprecher der unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Auswärtigen Amtes, die Studie selbst in ihren wesentlichen Ergebnissen, aber auch die Debatte über dieses Buch, das ist ja nun mittlerweile auch schon etwa 1,5 Jahre her, seit dieses Buch an den Bundesminister des Auswärtigen übergeben werden konnte, also auch über diese Debatte heute vor Ihnen sprechen zu können und sehr, sehr gerne auch, ich betone das eingangs, sehr, sehr gerne auch im Anschluss an meinen Vortrag mit Ihnen darüber in die Diskussion einzutreten. Das ist mir ganz selbstverständlich und ich lade Sie auch herzlich dazu ein. Das Amt und die Vergangenheit, Zeitgeschichte zwischen öffentlicher Diskussion
und wissenschaftlichem Fortschritt. Vor etwa 1,5 Jahren, im Oktober 2010, hat die unabhängige Historikerkommission zur Geschichte des Auswärtigen Amts in Berlin ihr Buch dem Bundesaußenminister übergeben und die Ergebnisse ihrer mehrjährigen Forschung der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Echo auf den Kommissionsbericht war beispiellos. Nationale und internationale Medien berichteten, ich selbst fand mich in jenen Tagen, zu meiner eigenen Überraschung, mehrfach in den Hauptnachrichten des deutschen Fernsehens. Es dauerte freilich nicht lange, bis sich auch kritische Stimmen zu Wort meldeten und dabei zuweilen einen Ton anschlugen, der einer sachlichen Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten nicht gerade zuträglich war, nicht immer zuträglich war. Der Berliner Historiker Daniel Körfer beispielsweise nannte das Amt ein Buch der Rache. Er sprach von Tendenzliteratur und warf der Kommission, die, ich zitiere ihn, die Arroganz der späten Geburt vor. Hans Mommsen, der ja hier vor kurzem, glaube ich, auch bei Ihnen zu Gast war und auch über das Amt gesprochen hat, sehr emotional, wie ich mir habe berichten lassen. Hans Mommsen, der Doyen, so wird man ihn wohl bezeichnen können, der Doyen der deutschen NS-Forschung, empfahl den Angehörigen, den Angehörigen der Kommission den Besuch eines Proseminars. Sie haben ihn ja vielleicht hier erlebt, Hans Mommsen. Und Horst Möller, langjähriger Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, hielt das Buch für skandalös und für eine groteske Verschwendung von Steuergeldern. Eine regelrechte Kampagne gegen das Buch und gegen unsere Kommission, die bis heute nicht an ihr Ende gelangt ist, führte und führt der FAZ-Redakteur Rainer Blasius, der ehemalige Mitarbeiter des politischen Archivs des Auswärtigen Amtes, dort im Jahr 2000 als vortragender Legationsrat ausgeschieden und in die Frankfurter Redaktion eingetreten, attackierte unser Buch in einer Serie von Artikeln, in denen er geschickt Sachkritik mit Unterstellungen verband, mit dem eindeutigen Ziel, das Buch und die Historikerkommission zu diskreditieren. Blasius' Kampagne, die sich im Übrigen auch gegen die überaus positive Bewertung des Buches im Feuilleton des eigenen Blattes der FAZ richtete, erreichte, nach meinem Dafürhalten, ihren Höhepunkt oder vielleicht besser ihren Tiefpunkt in dem Vorwurf im Januar 2011, also nicht im Januar 1961, sie erreichte ihren Höhepunkt in dem Vorwurf, das Buch orientiere sich, so Zitat, an DDR-Pamphleten. All diese Reaktionen, meine Damen und Herren, zeigen ja eines, ganz offensichtlich hat das Amt einen Nerv getroffen. Das Buch hat starke, es hat massive Reaktionen ausgelöst. Woran liegt das? Lassen Sie mich versuchen, in 4 Schritten eine Antwort auf diese Frage näher zu kommen. Vermutlich ist es zunächst wichtig, sich die Genese unserer Kommission noch einmal vor Augen zu führen. 2004, 2005, 2006. Zweitens scheint es mir notwendig, noch einmal die wichtigsten Befunde des Werkes und seine wesentlichen Argumente zusammenzufassen. In einem dritten Schritt möchte ich sodann nach den wissenschaftlichen, aber auch den politischen Bezügen fragen, in denen unser Buch steht. Viertens schließlich werde ich überlegen, wie das Amt und die Debatte über dieses Buch im Kontext der breiteren Auseinandersetzung, wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich, im Kontext der breiteren Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Deutschland des beginnenden 21. Jahrhunderts zu verorten sind. Zunächst also der erste Teil zu den Anfängen unserer Kommission, damit natürlich auch des Buches. Und diese Anfänge liegen in einer Debatte über die ehemaligen im Auswärtigen Dienst, die zunächst innerhalb, bald aber auch außerhalb
des Außenministeriums seit 2003 geführt wurde. Auslöser der Kontroverse, Auslöser, nicht Ursache, Auslöser der Kontroverse, das ist Ihnen vermutlich alles bekannt, Auslöser der Kontroverse war ein Nachruf auf einen verstorbenen Beamten in der Hauszeitschrift Intern AA, einem amtsinternen Mitteilungsblättchen. Anlässlich des Todes von Franz Nüßlein im Februar 2003, der schon fast 30 Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen war, hatte das Referat Höherer Dienst des Auswärtigen Amtes, wie üblich, für dieses Mitteilungsblättchen einen kurzen Lebenslauf verfasst. In der Mitarbeiterzeitschrift hieß es, ich zitiere Ihnen das, nach dem Studium der Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten München, Paris, Berlin und Göttingen promovierte Dr. Franz Nüßlein zum Dr. Jur und war zunächst als Richter am Oberlandesgericht Kassel tätig. Nach 10-jähriger Internierung, ich lasse nichts aus, nach 10-jähriger Internierung in der Tschechoslowakei trat Dr. Nüßlein 1955 in den Auswärtigen Dienst ein. Seine erste und einzige Auslandsverwendung führte ihn 1962 nach Spanien, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1974 die Leitung des Generalkonsulats Barcelona innehatte. Das Auswärtige Amt trauert um einen ehemaligen Kollegen, der die ihm übertragenen Aufgaben mit Engagement und Einsatzfreude wahrgenommen hat und wegen seiner fachlichen und menschlichen Qualitäten hoch geschätzt wurde. Das Auswärtige Amt wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Ende des Zitats. Die Biografie, meine Damen und Herren, die dieser Nachruf präsentierte, sie war geschönt. Die Personalakte Nüßleins, die sich im Auswärtigen Amt befand, enthielt ganz andere Informationen. Franz Nüßlein, Jahrgang 1909, trat nach seinem Jurastudium 1937 der NSDAP bei und wurde im Oktober 1939 als erster Staatsanwalt zur sogenannten Gruppe Justiz bei der Behörde des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren abgeordnet. 1942 wurde er, protegiert von Reinhard Heydrich und Martin Bormann, im Alter von nur 32 Jahren zum Oberstaatsanwalt befördert. Seit 1943 Generalreferent für Angelegenheiten der deutschen Strafjustiz beim sogenannten Deutschen Staatsministerium für Böhmen und Mähren, gehörten vor allem Gnadensachen zu seinem Aufgabengebiet. Insbesondere in diesem Zusammenhang war Nüßlein für die Bestätigung zahlreicher Todesurteile gegen tschechische Bürger verantwortlich. Bei Kriegsende floh er nach Bayern, wurde von den Amerikanern verhaftet und an die Tschechoslowakei ausgeliefert. Dort verurteilte man ihn 1948 zu 20 Jahren Zuchthaus. Als sogenannter nicht amnestierter Kriegsverbrecher wurde er 1955 in die Bundesrepublik abgeschoben. Nicht zuletzt aufgrund persönlicher Beziehungen gelang ihm noch im gleichen Jahr der Eintritt in den Auswärtigen Dienst, wo er unter anderem als Referent in der Personalabteilung und später eben, das wurde erwähnt, als Generalkonsul in Barcelona wirkte. Über den ehrenden Nachruf auf Nüßlein beschwerte sich eine ehemalige Amtsmitarbeiterin, die damals 87-jährige Marga Henseler bei Außenminister Joschka Fischer, und nur wenig später stellte die damalige Amtsspitze klar, es gebe bei Gratulationen, Nachrufen und Ehrenbezeugungen für ehemalige Amtsangehörige keinen Automatismus mehr. Vielmehr müsse künftig jeder Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Für frühere Mitglieder der NSDAP oder ihrer Unterorganisationen seien grundsätzlich keine Glückwünsche oder Nachrufe mehr vorgesehen. Danach blieb es ein gutes Jahr lang ruhig. Die Nachrufpraxis wurde entsprechend dieser Auflagen modifiziert. Erst 2004 verbreitete sich offenbar unter ehemaligen Diplomaten das Gerücht, Joschka Fischer habe heimlich die Anweisung erteilt, verstorbene, frühere NSDAP-Mitglieder nicht mehr mit einem amtlichen Nachruf zu ehren. Anlass dafür war vor allem ein Todesfall.
Am 23. Oktober 2004 war der 93-jährige Franz Krapf gestorben, ein ehemaliges NSDAP- und SS-Mitglied, der in der Bundesrepublik bis zum Botschafter in Tokio und zum Leiter der ständigen Vertretung bei der NATO hatte aufsteigen können. Gegen den verweigerten Nachruf auf Krapf erhob sich Widerstand, der vor allem von den sogenannten Mumien ausging, also von pensionierten Diplomaten, die sich selbst so nennen. Das ist keine Bezeichnung, die mir eingefallen wäre. Also Widerstand, der von diesen Mumien ausging. Am 9. Februar 2005 erschien in der FAZ eine großformatige Todesanzeige für den verstorbenen Krapf. Unterzeichnet hatten mehr als 130 ehemalige Diplomaten, die zum Teil hohe Posten bekleidet hatten. Fischer verteidigte darauf in einem Rundbrief an alle Angehörigen des Amtes seine Vorgehensweise. Eine Rückkehr zur früheren Gedenkpraxis komme für ihn nicht in Betracht. Als das Thema dann auch öffentlich immer stärker diskutiert wurde, berief Fischer im Sommer 2005 eine unabhängige Historikerkommission. Der Auftrag, den diese Kommission, unsere Kommission 2005 erhielt, lautete, die Kommission solle, und ich zitiere das, sie solle die Geschichte des Auswärtigen Dienstes in der Zeit des Nationalsozialismus untersuchen, den Umgang mit dieser Vergangenheit nach Wiedergründung des Auswärtigen Amtes 1951 und die Frage personeller Kontinuität bzw. Diskontinuität. 5 Jahre später hatte die Kommission ihre Untersuchung abgeschlossen. Ihre Ergebnisse sind vielschichtig. Sie verdanken sich einer konzertierten Forschung von insgesamt etwa 20 Historikerinnen und Historikern. Einfach zusammenzufassen sind sie nicht, aber lassen Sie mich vielleicht mit einer kleinen, aber wie ich finde, symptomatischen Begebenheit beginnen. Im November 1940 informierte der deutsche Konsul in Mukden, im Süden der damals japanisch besetzten Mandschurei, die Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin darüber, dass sich dort im Fernen Osten jüdische Emigranten, ich zitiere, durch ihr lautes und aufdringliches Benehmen allgemein unbeliebt gemacht hätten. Da sie bei den meisten Japanern und Mandschuren als Deutsche gelten würden, könnten, so hieß es, dem Deutschtum in seiner Gesamtheit hieraus Nachteile entstehen. Das Konsulat schlug deshalb vor, künftig das für Juden bestimmte rote J auch auf dem äußeren Deckel des Reisepasses anzubringen. 8 Monate später erließ Himmler eine entsprechende Verordnung. Die kleine Begebenheit offenbart im Kern das ganze Ausmaß der Beteiligung deutscher Diplomaten an der verbrecherischen Politik des Dritten Reiches. In der Mitwirkung des Auswärtigen Amts an der Ermordung der europäischen Juden, sei es durch die Zusammenstellung von Deportationslisten, sei es durch die Teilnahme an sogenannten Einzelaktionen, insbesondere in Südosteuropa, darin ging diese Beteiligung nicht auf. Deutsche Diplomaten legten vielmehr seit 1933 bei der Entrechtung und Verfolgung der Juden eine vorauseilende Kooperation an den Tag, die sich zunehmend dynamisierte und radikalisierte und die schließlich in die Mitwirkung am Judenmord mündete. Nein, deutsche Diplomaten waren nicht nur Mitwisser, sie waren Mittäter. Doch weil gerade auch im Auswärtigen Dienst die personelle Kontinuität nach 1945 so groß war, entwickelten und pflegten deutsche Diplomaten in den Jahrzehnten nach dem Krieg ein Geschichtsbild, das aus dem Auswärtigen Amt einen Hort des Widerstands, wie es immer wieder hieß, macht, einen Hort des Widerstands. Ein Geschichtsbild, das aus den meisten Diplomaten allenfalls Mitläufer machte und man tat alles, um die schwere NS-Belastung des Amtes und vieler seiner Angehörigen zu relativieren, ja zu verdrängen. Das Auswärtige Amt war das erste Bundesministerium, und ja nicht irgendeines, das sich entschlossen hat,
seine NS-Vergangenheit, den Umgang mit dieser Vergangenheit nach 1945 und die Frage nach personeller Kontinuität durch unabhängige Wissenschaftler untersuchen zu lassen. Andere Ministerien und Bundesbehörden, Sie wissen es, sind mittlerweile dem Beispiel des Auswärtigen Amtes gefolgt. Doch es gibt gute Gründe dafür, dass das Auswärtige Amt den Anfang machte. Und es sind vermutlich auch diese Gründe, die zumindest mit erklären helfen, warum das Buch unserer Kommission eine so große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat. In der Geschichte des Auswärtigen Amtes und des Auswärtigen Dienstes spiegelt sich in geradezu paradigmatischer Weise die Geschichte der politischen Funktionseliten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Wie in keinem anderen Ministerium wirkten im Auswärtigen Amt die Angehörigen der traditionellen, adlig-großbürgerlichen, nationalkonservativen deutschen Oberschicht. An der Geschichte des Amtes und am Verhalten vieler seiner Angehörigen wird in erschreckender Weise deutlich, in welchem Ausmaße diese nationalkonservative Oberschicht mit dem Nationalsozialismus kooperierte und kollaborierte. Mindestens ebenso erschreckend zu sehen ist es, wie schwer belastete Angehörige dieser Oberschicht, wie die Diplomaten der Wilhelmstraße nach 1945, im Bewusstsein ihrer historischen Verantwortung mit allen Mitteln versuchten, sich rein zu waschen, vor Gericht, politisch, aber auch publizistisch. Das in der Nachkriegszeit entwickelte Geschichtsbild des Auswärtigen Amtes gehört genau in diesen Zusammenhang. Und das Amt pflegte dieses Geschichtsbild wider besseres Wissen. 1979, ein Jahr nachdem der amerikanische Historiker Christopher Browning eine ebenso grundlegende wie unmissverständliche Studie über die Endlösung und das Auswärtige Amt veröffentlicht hatte, fasste eine offizielle Broschüre die Geschichte des Ministeriums zwischen 1933 und 1945 in wenigen Sätzen zusammen. Ich zitiere Ihnen das. Das Auswärtige Amt, so hieß es dort, das Auswärtige Amt leistete den Plänen der NS-Machthaber zähen, hinhaltenden Widerstand, ohne jedoch das Schlimmste verhüten zu können. Das Amt blieb lange eine unpolitische Behörde und galt den Nationalsozialisten als eine Stätte der Opposition. Ende des Zitats. Doch wie verhielten sich die Angehörigen des Auswärtigen Amtes nach der nationalsozialistischen Machtübernahme tatsächlich? Von wenigen Ausnahmen abgesehen, führten die deutschen Diplomaten im Übergang zum Dritten Reich ihre Tätigkeit bruchlos fort. Die Motive dafür waren vielgestaltig. Sie reichten von einer patriotischen, bestimmten Mentalität des Dienstes, man lässt sein Land nicht im Stich, weil es eine schlechte Regierung hat, formulierte damals ein Staatssekretär, man lässt sein Land nicht im Stich, weil es eine schlechte Regierung hat. Also die Motive reichten von einer patriotisch bestimmten Mentalität des Dienstes über Hoffnungen auf einen machtpolitischen Wiederaufstieg Deutschlands bis hin zur Übereinstimmung mit den Prämissen der nationalsozialistischen Politik, von der Demokratiefeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus. Es gab eine weitreichende Teilidentität der Ziele. Und deswegen schirmten deutsche Diplomaten die systematische und gewaltsame Entrechtungspolitik gegenüber den Juden nicht nur nach außen ab, sondern sie waren von 1933 an aktiv an ihr beteiligt. Das Auswärtige Amt war das Auswärtige Amt des Dritten Reiches und als solches funktionierte es bis 1945. Das Amt repräsentierte, dachte und handelte im Namen des Regimes. Der deutsche diplomatische Apparat war routiniert und erfahren, die deutsche Diplomatie, sie war hochprofessionalisiert. Auch deshalb wurde sie zu einer wichtigen Stütze der nationalsozialistischen Herrschaft. Die deutschen Auslandsmissionen wirkten mit an der Erfassung und Überwachung von Emigranten. Bei der Ausbürgerung von Deutschen, Albert Einstein, Thomas Mann, Willy Brandt und viele, viele andere,
Bei der Ausbürgerung spielte auch die Zentrale in Berlin eine wichtige Rolle, ebenso wie beim Raub des Vermögens der Ausgebürgerten, darunter vieler Juden. Von Anfang an war das Auswärtige Amt auch über die deutschen Verbrechen in dem 1939 begonnenen Eroberungs- und Vernichtungskrieg umfassend informiert. Doch die Mitwisser waren eben auch Mittäter. Nicht nur beschäftigten sich eigene Abteilungen mit der Organisation moderner Sklavenarbeit und mit Kunstraub. Die deutsche auswärtige Politik machte sich die Lösung der Judenfrage in Deutschland, später dann die Endlösung, zu ihrer Aufgabe. Die Mitwirkung daran wurde zu einem Tätigkeitsfeld deutscher Diplomaten. In vielen Fällen waren Angehörige des Auswärtigen Dienstes, und zwar nicht nur das berühmt-berüchtigte Judenreferat und nicht nur Seiteneinsteiger aus der Zeit nach 1933 oder Seiteneinsteiger, sozusagen Männer-Rippentrops aus der Zeit nach 1938. In vielen Fällen waren Angehörige des Auswärtigen Dienstes an der Deportation von Juden unmittelbar beteiligt, mitunter ergriffen sie sogar die Initiative. Denn mehr denn je suchte das Auswärtige Amt seit Kriegsbeginn 1939, als die traditionellen Aufgaben der Diplomatie weitestgehend weggebrochen waren, nach neuen Betätigungsfeldern, nach neuen Aufgabenbereichen, die nicht nur die Existenz der Behörde rechtfertigen konnten, sondern die dem Amt auch in der sich nun noch einmal verschärfenden Konkurrenz mit anderen außenpolitischen Akteuren und Institutionen einen exponierten Platz sichern. Und wo, wenn nicht im zentralen Projekt des Dritten Reiches, in der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, wo sollte man diesen Platz finden? Gewiss, es gab auch Widerstand von Diplomaten. Doch dieser Widerstand blieb individuell und die Ausnahme. Albrecht Graf Bernsdorf, der schon 1933 aus dem Amt ausschied, Ulrich von Hassel, der den Dienst 1938 quittierte. Adam von Trott zu Solz, der als Quereinsteiger in den Kriegsjahren in das Amt gekommen war. Oder Hans Bernd von Haften, der Vertrauensmann Stauffenbergs im Auswärtigen Amt. Sie waren Außenseiter, nicht die führenden Köpfe einer oppositionellen Gruppe in der Wilhelmstraße, wie es die Legendenbildung im Umfeld des Wilhelmstraßenprozesses 1948-49 suggerierte. Eine Legendenbildung, die nicht nur darauf zielte, den in Nürnberg angeklagten ehemaligen Staatssekretär Ernst von Weizsäcker zu entlasten, sondern die auch darauf zielte, ehemaligen Diplomaten dieser Wilhelmstraße einen Weg in den Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik zu bahnen, dessen Entstehung damals 48-49 nur noch eine Frage der Zeit war. Dass Hassel, Trott oder Bernsdorf nach 1945 für die Traditionsbildung des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik in Anspruch genommen wurden, ist legitim und nachvollziehbar. Viele Diplomaten, mit denen eine solche positive Identifikation möglich war, gab es indes nicht. Seine Vergangenheit hat das Auswärtige Amt immer wieder eingeholt. Immer wieder rückte vor allem die hohe personelle Kontinuität zwischen der Wilhelmstraße in Berlin und der Koblenzer Straße in Bonn in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es gab Untersuchungsausschüsse, Enthüllungen in der Presse und personalpolitische Skandale. Doch wie kam es, dass Adenauers Wunsch, noch von 1949 ein neues Amt aufzubauen, das, so Adenauer, das mit den alten Leuten möglichst wenig zu tun hat, wie kam es, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung ging? Das Umfeld Adenauers, nicht zuletzt sein außenpolitischer Vertrauter Herbert Blankenhorn, selbst ein Wilhelmstraßenmann und ehemaliger Parteigenosse, das Umfeld Adenauers schirmte den Wiederaufbau des Amtes ab und ermöglichte vielen Angehörigen des alten Dienstes eine Karriere im Neuen. In Bonn glaubte man, auf die Kompetenz und auf die Erfahrung der Wilhelmstraßendiplomaten angewiesen zu sein. Aber welche Erfahrungen waren gemeint, so möchte man heute fragen.
Die Mehrzahl der zu Beginn der 1950er Jahre reaktivierten Wilhelmstraßendiplomaten war vergleichsweise jung. Ihre Geburtsdaten lagen in den Jahren um 1910. Ihre professionellen Erfahrungen hatten diese Diplomaten in den Jahren des Dritten Reiches gesammelt. Aber auch das antikommunistische Klima des Kalten Krieges half. So waren die Vorwürfe, die insbesondere die DDR gegen das diplomatische Spitzenpersonal der Bundesrepublik erhob, waren die Hinweise auf ihre NS-Belastung in der Regel völlig zutreffend, rein faktisch. Die DDR verfügte auch über entsprechende Archivalien. Aber dass diese Vorwürfe gerade in den 50er und in den 60er Jahren von kommunistischer Seite kamen, half den Betroffenen eher, als es ihnen schadete. Der schon erwähnte Fall Nüßlein ist nur ein Beispiel dafür. Im Amt damals wurden Nüßleins Kritiker, diejenigen, die auf seine Mitwirkung an zahllosen Todesurteilen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs hinwiesen, in eine östlich-kommunistische Ecke gestellt. Und diejenigen, die den verurteilten Kriegsverbrecher 1955 eingestellt hatten, verfassten in den 1960er Jahren entlastende Gutachten für ihn. Sie konnten ja kaum anders, wollten sie sich selber schützen. Wo lagen die außenpolitischen Überzeugungen jener Wilhelmstraßenbeamten, die in den Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik übernommen wurden? Es wäre absurd, eine Kontinuität nationalsozialistischen außenpolitischen Denkens zu unterstellen. Aber die Denkfigur beispielsweise des autonomen nationalen Machtstaates, von der die deutsche Außenpolitik seit 1870 geprägt war, diese Denkfigur riss nicht einfach ab. Es brauchte Zeit, bis man sich die Grundlagen und Prämissen einer neuen Außenpolitik zu eigen machte. Den Multilateralismus, den Imperativ von Verständigung und Kooperation oder die Überzeugung vom Primat verflochtener nationaler Interessen. Wir mussten alle etwas umlernen, betont im Rückblick einer der Betroffenen. Doch es ist richtig, Einstellungen können sich verändern. Und trotz schwerer Belastungen hat der Auswärtige Dienst im Laufe der Jahrzehnte seinen Platz im liberal-demokratischen Institutionengefüge der Bundesrepublik gefunden. Auch diese Geschichte erzählt unser Buch. Je erfolgreicher die Politik der Bundesrepublik war, desto größer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass gerade die Angehörigen belasteter Eliten von einem anfänglichen Opportunismus voller Vorbehalte zu einer wirklichen Zustimmung gelangen kommen. Auch für diese Wandlungsprozesse spielte der Kalte Krieg eine wichtige Rolle, der die Kontinuität antikommunistischer Überzeugungen geradezu einforderte und doch zugleich den Hintergrund bildete für eine zunächst politische, später auch ideelle innere Westorientierung. Klingt das nicht am Ende doch nach Erfolgsgeschichte? Nein, ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Denn zu der Geschichte, die unser Buch erzählt, gehört eben auch die Entstehung unserer Kommission, die Nachrufaffäre, die ich Ihnen vorhin skizziert habe. Und das ist eine Geschichte, die sich fortgesetzt hat und letztlich noch weiter fortsetzt in der öffentlichen Auseinandersetzung über das Amt. Die Schärfe dieser Auseinandersetzung speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Zu ihnen gehört zunächst eine mit dem Wahlsieg von SPD und Grünen 1998 und mit der Bildung einer rot-grünen Regierungskoalition in Berlin, beziehungsweise zunächst noch Bonn, dann in Berlin, an Intensität gewinnende Auseinandersetzung über 1968. Nun seien die 68er an der Macht, behaupteten die einen geradezu triumphierend, die anderen nicht nur in unverhohlener Kritik, sondern zum Teil in scharfer Ablehnung. Joschka Fischer, der Sponti an der Spitze des Auswärtigen Amts, blieb von dieser Dynamik nicht verschont. Nach einem relativ glatten Beginn an der Spitze der deutschen Diplomatie wurde das Klima ab 2001 rauer. Bilder im Stern zeigten die militante, die gewaltbereite Vergangenheit des Frankfurter Straßenkämpfers.
Und obwohl sich Fischer für sein damaliges Verhalten entschuldigte, begannen nun auch aus Diplomatenkreisen heraus Angriffe auf den Minister. Lauter als die aktiven Angehörigen des Auswärtigen Dienstes äußerten sich einige Pensionäre. Allen voran der ehemalige Botschafter Erwin Wickert, der beispielsweise die Demonstranten von 1968 mit den Schlägertrupps der SA von 1933 verglich. Fischer verteidigte sich selbst und die von ihm ins Auswärtige Amt geholten Mitarbeiter, einige von ihnen sozusagen mit durchaus nicht nur studentischer, sondern auch gewaltbereiter, gewaltaffiner, gewalttätiger Vergangenheit. Er verteidigte die sich selbst und sprach auch mit Blick auf seine Mitarbeiter von einer demokratischen Wandlung. Und spitz fügte er in einem Schreiben an Erwin Wickert hinzu, ich zitiere, ich bin sicher, dass das Recht, politische Auffassungen zu ändern, auch grundsätzlich zu ändern, gerade auch in Ihrer Generation vielfach in Anspruch genommen wurde. Der Konflikt schwelte also längst, als die Nachrufaffäre der Jahre 2004 und 2005 die Auseinandersetzung eskalieren ließ. Die schrillen Töne, die die Änderung der Nachrufpraxis schon damals begleiteten und auch die Einsetzung der Historikerkommission 2005, sie begleiteten auch, und das ist dann in dieser Perspektive gar nicht mehr so verwunderlich, sie begleiteten auch die Veröffentlichung der von Fischer in Auftrag gegebenen Studie. Nicht wenige, die auf die Historikerkommission in Anführungszeichen einprügelten, meinten eigentlich Joschka Fischer, diesen Bolschewisten, wie es im Leserbrief einer Mumie eines ehemaligen Botschafters der Bundesrepublik Deutschland an die FAZ hieß. Sie zielten auf Fischer, der in der unabhängigen Historikerkommission ein Instrument seiner vergangenheitspolitischen Ambitionen gefunden habe. Von Fischers willigen Helfern sprach bald beispielsweise auch ein Politikwissenschaftler Christian Hacke in ganz bewusster Anspielung auf Hitlers willige Vollstrecker den Titel des ihnen bekannten kontroversen Buches von Daniel Goldhagen aus dem Jahre 1996. Die Diskussion über das Buch, so wie sie sich seit Ende Oktober 2010 entwickelte, konzentrierte sich sehr, sehr stark auf die Geschichte des Auswärtigen Amts im Nationalsozialismus, auf die Beteiligung des Ministeriums an den Verbrechen des Dritten Reiches und insbesondere seine Mitwirkung an der Verfolgung und Ermordung der Juden. In diesem Kontext ist das Amt Teil und Fortentwicklung eines hochkomplexen und vielschichtigen deutschen und internationalen Forschungsprozesses, vor dessen Hintergrund die Befunde unseres und Argumente unseres Buches differenziert und durchaus kritisch gewürdigt werden könnten. Und diese Auseinandersetzung setzt ja zum Glück auch allmählich ein. Insbesondere in der öffentlichen Diskussion der ersten Monate nach dem Erscheinen des Buches war das indessen schwierig. Mediale Kurzpositionierungen in einer scharfen Kontroverse sind in der Regel eher ungeeignet, ein wissenschaftliches Argument in der gebotenen Differenziertheit und Nüchternheit auszuweiten. So hat sicherlich der mediale Debattenkontext seit dem Oktober 2010 zu der Intensität der Auseinandersetzung beigetragen, aber eben auch für bestimmte Reaktionen aus dem Wissenschaftsbereich, ich habe ihn ja einige eingangs zitiert, eine gewisse Rolle gespielt. Vor Augen halten muss man sich allerdings auch, es ging nicht um irgendein historisches Thema, sondern um Kernfragen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mit der Auseinandersetzung über das Auswärtige Amt und seine Geschichte befinden wir uns zum einen in einer zentralen, geschichtsbezogenen Verständigungsdebatte der deutschen Gesellschaft im beginnenden 21. Jahrhundert. Der Nationalsozialismus bleibt für uns Deutsche auch mit zunehmendem zeitlichen Abstand ein entscheidender Referenzhorizont dieser Debatten, die ihrerseits über die Jahrzehnte hinweg zu einem bestimmenden Element der deutschen politischen Kultur geworden sind. Zum anderen aber, und das betrifft nun primär die wissenschaftliche Entwicklung, zum anderen ging es in unserem Buch und in der Debatte darüber um zentrale Interpretationsfragen der Geschichte des Nationalsozialismus. Es ging um Fragen institutioneller Verantwortung, institutioneller Kooperation
und institutioneller Beteiligung an den NS-Verbrechen. Es ging um Fragen wie die Entschlussbildung zum Judenmord. Das sind keine Seitenthemen, sondern vielmehr Themen und Fragen, an denen sich Historiker über Generationen hinweg abgearbeitet haben, mit immer neuen Thesen und immer neuen Argumenten, Deutungen und Gegendeutungen. Auch vor diesem historiografischen Hintergrund denken Sie beispielsweise an die große Bedeutung von Mommsens These der sogenannten kumulativen Radikalisierung. Auch vor diesem historiografischen Hintergrund ist unser Buch rezipiert und dann bewertet und kritisiert worden. Aber, ich betone es nochmals, die Debatte über unser Buch geht in ihren engeren wissenschaftlichen und historiografischen Bezügen nicht auf. Unser Buch behandelt den Holocaust als ein Verbrechen, das nur im Zusammenwirken nahezu aller Institutionen des Dritten Reiches ausgeführt werden konnte. Es konzentriert sich dabei, unserem Kommissionsauftrag gemäß, auf das Auswärtige Amt und dessen institutionelle Mittäterschaft. Es konzentriert sich darauf, auf die Frage, wie eine mörderische Ideologie zur Handlungsraison einer Behörde werden konnte. Und damit ist letztlich wohl doch ein Geschichtsbild zerstört worden, das zwar in der Wissenschaft längst keinen Bestand mehr hatte, aber doch in der Öffentlichkeit weiter wirkte und das nicht zuletzt zum Selbstbild deutscher Diplomaten, vor allem einer älteren Generation, gehört. Doch nach mehr als einem Jahr der kontroversen Debatte verfestigt sich der Eindruck, dass das, was die Empörung unserer Kritiker ausgelöst hat, letztlich vielleicht gar nicht so sehr unsere Schilderung der Mitwirkung des Amtes am Holocaust und das Dementi des überkommenen Mythos vom Hort des Widerstands gewesen ist. Der wahre Stein des Anstoßes lag und liegt wohl vielmehr darin, dass unser Buch, weil es im Frühjahr 1945 nicht endet, weil unser Buch die Bemühungen und Mechanismen offenlegt, mit denen sich die deutsche außenpolitische Elite nach dem Krieg ihrer Mitverantwortung für die verbrecherische Politik des Regimes zu entziehen versuchte und sich tatsächlich großenteils zu entziehen verstand. Man sollte glauben, die Deutschen hätten in den letzten Jahren einen nüchterneren Blick gewonnen auf die vergangenheitspolitischen Entwicklungen und Probleme der Nachkriegsjahrzehnte. Aber die Dinge liegen wohl komplizierter. Nicht wenige haben sich offensichtlich mit einer funktionalen Erklärungsformel gut eingerichtet, der zufolge die Verdrängung der Vergangenheit und in ihrem Zentrum die Integration von NS-Belasteten zwar moralisch problematisch gewesen sei, jedoch zur Stabilisierung und Konsolidierung der Bundesrepublik und damit zu ihrem langfristigen Erfolg beigetragen habe. Diese glatte Formel bot Raum für weitergehende Deutungen. So nahmen sich vor diesem erfolgsgeschichtlichen Hintergrund die Nachkriegsbiografien eines Franz Nüßlein, eines Franz Krapf und vieler, vieler anderer viel gewichtiger und bedeutender aus als ihre Karriere und ihre Taten vor 1945. In der Debatte über unser Buch wurde zum Beispiel immer wieder auf die großen Verdienste hingewiesen, die sich belastete Diplomaten wie der frühere SS-Angehörige Krapf um die Bundesrepublik Deutschland erworben hätten. Leserbrief um Leserbrief in der FAZ verkündete diese Botschaft. Und zum Beweis sandte man unserer Kommission beispielsweise die Ansprache zu, die Hans-Dietrich Genscher 2004 am Grabe Krapfs gehalten hatte. Man mag die Verdrängungsleistung der solchermaßen Integrierten selbst noch verstehen. Erstaunlich aber war doch die Vehemenz, mit der in den zurückliegenden Monaten etliche jener jüngeren Amtspensionäre reagierten, die unter Vorgesetzten und älteren Kollegen mit solchen Zweitkarrieren herangewachsen waren. Über dem Erfolg deren zweiten Lebens, wenn Sie so wollen, erschienen die Schuld oder das Versagen im ersten nicht mehr der Rede wert. Und am Ende glaubten manche wohl gar, dieses erste Leben aus der Erinnerung und aus den Geschichtsbüchern getilgt zu haben. Diese Rechnung
ist dann aber doch nicht aufgegangen. Und vielleicht erklärt auch das die massiven Reaktionen der sogenannten Mumien und ihrer publizistischen Advokaten. Wir Historiker begegnen solchen gebrochenen Biografien ja immer wieder und in ganz unterschiedlichen zeitlichen Kontexten. Im Blick auf die Geschichte der DDR und die vielen ostdeutschen Biografien, die 1990 nicht einfach endeten, begegnen sie uns ja auch als brennendes politisches, gesellschaftliches und kulturelles Problem der Gegenwart. Versöhnung lautet ein Imperativ, der in diesem Zusammenhang in der Zeit auch nach 1990 immer wieder zu vernehmen war. Versöhnung. Auch Daniel Körfer, der eingangs schon zitierte Berliner Historiker, hat unserem Buch den Vorwurf gemacht, dass es nicht der Versöhnung diene, sondern eben ein Buch der Rache sei. Körfer, selbst Enkel eines ehemaligen Diplomaten und Patensohn des Weizsäcker-Verteidigers von 1948, fordert Gerechtigkeit für die ältere Generation. Unser Buch zeige zu wenig Einfühlungsvermögen in die damalige Lage der Beamten. Es habe Zwänge gegeben, berufliche Laufbahnen, Familien, die versorgt sein wollten, und unserem Buch mangele es an Verständnis dafür. An Verständnis für die Täter und ihr Umfeld, so wird man das wohl sagen müssen. Ulrich Herbert, mein Freiburger Kollege, hat in der gebotenen Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass so oder ähnlich nach 1945 alle großen und kleinen NS-Funktionäre argumentiert hätten. Ihr wisst ja gar nicht, unter welchen Zwängen wir standen. In der Konsequenz, so Herbert, gibt es dann gar keine Verantwortung mehr, sondern nur noch in unterschiedlich starkem Maße Getriebene, letztlich Opfer. Herbert nennt das eine Zumutung. Auch Bernhard Schlink, Rechtswissenschaftler und Autor des Bestsellers Der Vorleser, hat an unserem Buch den angeblichen Duktus der moralischen Empörung scharf kritisiert und der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft insgesamt eine, wie er es nennt, Kultur des Denunziatorischen vorgeworfen. Historiker legten die falschen, weil gegenwärtigen und gegenwärts gewonnenen Maßstäbe an das Verhalten von Menschen in der Vergangenheit an, statt sie und ihr Handeln vor dem Horizont ihrer Zeit zu sehen und moralisch zu bewerten. Aber Geschichte, meine Damen und Herren, Geschichte ist immer Gegenwart. Und aus ihrer jeweiligen Gegenwart entwickeln Historiker auch ihre Werturteile. Das enorme Interesse an unserem Buch und seine ganz überwiegend positive öffentliche Rezeption zeigen doch, dass die Deutschen heute nicht länger nach entlastenden oder gar apologetischen Antworten suchen auf die Frage, wie konnte das geschehen, sondern dass sie mittlerweile doch weithin bereit sind, sich der Frage zu stellen, was ihre Vorfahren, was die Deutschen in den Jahren zwischen 33 und 45 tatsächlich getan haben und was nicht. Vorwürfe, wie sie Daniel Körfer und Bernhard Schlink vorgebracht haben, sind in der öffentlichen Auseinandersetzung mit einer kritischen Geschichtsschreibung zur Geschichte des Auswärtigen Amtes, ja der traditionellen deutschen Eliten allgemein, nicht neu. Als mein Kollege Hans-Jürgen Döscher in den 1980er Jahren seine ersten Studien zum Auswärtigen Amt in der Zeit des Nationalsozialismus vorlegte, da war seine Forschungsarbeit nicht nur vom politischen Archiv des Auswärtigen Amtes systematisch behindert worden, sondern seine Publikationen wurden von Rezensenten wie Marion Gräfin Dönhoff, Karl Friedrich von Weizsäcker und Theodor Eschenburg verrissen. Weizsäcker, Sohn des in Nürnberg verurteilten Staatssekretärs, beklagte die Selbstgerechtigkeit der Historiker. Eschenburg, der einflussreiche Wissenschaftler und Publizist, hielt Döscher in der Zeit vor, nur mit Aktenmaterial gearbeitet zu haben, nicht aber das Ambiente einer totalitären Diktatur berücksichtigt zu haben. Deshalb sei ihm Wesentliches entgangen. Das Argument war nicht neu. Immer wieder begegnete es als Reaktion auf kritische Analysen und auf Autoren, die nicht bereit waren, die sich vor dem Hintergrund des Wilhelmstraßenprozesses verdichtende Legende vom Auswärtigen Amt als Hort des Widerstands zu akzeptieren. Denn eine intensive zeithistorische Forschung hatte sich schon seit der unmittelbaren Nachkriegszeit
mit der Geschichte des Auswärtigen Amts in der Zeit des Nationalsozialismus und auch mit der Beteiligung deutscher Diplomaten an den NS-Verbrechen beschäftigt. Namen wie Gerald Reitlinger, Paul Seabury, ich nenne nur einige, Leon Poljakow und Josef Wulff stehen für eine schon früh in den 50er Jahren einsetzende Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Später folgten die wichtigen Studien von Eliyahu Ben-Elisa, von Christopher Browning und eben auch von Hans-Jürg Döscher. Über 30 Jahre nach ihrem Erscheinen in englischer Sprache wurde Brownings Buch über die Endlösung und das Auswärtige Amt 2010 endlich ins Deutsche übersetzt. Das Auswärtige Amt hat diese Übersetzung finanziert. Das wäre 3 Jahrzehnte früher kaum denkbar gewesen. Es hätte nicht in das früh stilisierte und immer wieder nachpolierte Selbstbild des Amtes gepasst, das sich noch zu Beginn der sozialliberalen Ära, Anfang der 70er Jahre, seiner Wissens starken Beteiligung am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 brüstete und das noch 1995 in der Festschrift aus Anlass seines 125-jährigen Bestehens über die Zeit des Dritten Reiches nur wenig Worte verlor. Zwar zeige die kleine Zahl aktiver Hitlergegner, dass das Amt insgesamt kein Hort des Widerstands gewesen sei. Genauso wenig aber könne es als verlängerter Arm der SS gelten. Die Wahrheit liege wohl irgendwo in der Mitte. Und da liegt sie eben nicht. Offiziell hat das in dieser Formulierung erst Bundesaußenminister Westerwelle bei der Übergabe unseres Buches so erklärt. Die Schilderung all dieser Selbstentschuldungsprozesse tangiert jene glatten biografischen Erfolgsgeschichten, die in der Formel von der funktionalen Notwendigkeit einer großzügigen Integration der NS-Belasteten ihre wissenschaftliche Überhöhung und die in der raschen Stabilisierung der jungen Bundesrepublik ihre Legitimation gefunden zu haben schienen. Sie sind es, die offenbar glauben, die dienstliche Bewährung in der jungen Bundesrepublik müsse eben jenes erste Leben im Dritten Reich aus den Geschichtsbüchern tilgen. Nur schwer scheint sich, so hat es mein Kollege Norbert Frey jüngst noch einmal unterstrichen, nur schwer scheint sich jedenfalls in einer breiteren Öffentlichkeit die Erkenntnis durchzusetzen, dass das freiheitlich-demokratische System der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich von Eliten mit aufgebaut wurde, die sich erst langsam und vielfach nur aufgrund äußeren Drucks von autoritären Denkmustern, nationalistischen Überzeugungen und zum Teil auch antisemitischen Grundeinstellungen zu lösen vermochten. Und vor diesem Hintergrund bezeichnet die Frage, wie es eigentlich gelingen konnte, dass mit der Bundesrepublik seit 1949 ein sich rasch festigendes und später auch nach innen liberalisierendes Staatswesen entstand, obgleich doch ein großer Teil des für diesen Neuanfang zur Verfügung stehenden Personals politisch massiv belastet war. Diese Frage bezeichnet nicht nur eines der interessantesten, sondern auch eines der wichtigsten Forschungsfelder in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und dass diese Thematik uns immer wieder einholt, und zwar in Wissenschaft und Öffentlichkeit, daran erinnert uns nicht nur das Amt und seine Vergangenheit und jetzt entsprechende Anstrengungen auch andere Ministerien und Behörden, sondern beispielsweise auch hier in Niedersachsen vor einiger Zeit die auf die politische Agenda gerückte Frage nach der NS-Vergangenheit vieler Abgeordneter des Niedersächsischen Landtags beispielsweise. In Hessen sind wir derzeit in ähnlichen Diskussionen zu einer vergleichbaren Thematik. Warum, so möchte man fragen, und damit komme ich auch zum Ende, warum erleben wir in den Jahren seit 1990 eine derart intensive Diskussion der NS-Vergangenheit und ihrer Wirkungen in die Nachkriegsgeschichte hinein? Ich erinnere lange vor unserem Buch an die Debatte über die Zwangsarbeiterentschädigung in Verbindung damit die Rolle deutscher Unternehmen im Dritten Reich. Ich erinnere an die heftige Auseinandersetzung, ich habe es schon kurz erwähnt, um Daniel Goldhagen und seine Thesen. Aber auch an die sogenannte Walser-Bubis-Debatte. Ich erinnere natürlich an die Wehrmachtsausstellung und die Konflikte in ihrem Umfeld. Warum werden Themen der NS-Vergangenheit weit
über die Kontroversen der Historiker hinaus breit und mit so großem Echo in der Öffentlichkeit debattiert? Die Antworten auf diese Fragen liegen auf mehreren Ebenen und ich kann sie hier wirklich nur noch knapp andeuten. Erstens hat nach meiner Einschätzung die historische Forschung selbst zum Nationalsozialismus in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Mit einer ganzen Reihe von Büchern deutscher, aber auch nicht deutscher Wissenschaftler ist seit etwa 1990 die sogenannte jüngere Täterforschung in Gang gekommen, die einerseits nach der Beteiligung gesellschaftlicher Eliten, Stichwort beispielsweise Vordenker der Vernichtung, aber andererseits auch nach dem Anteil ganz normaler Männer, so der Titel der wichtigen Untersuchung von Christopher Browning, an den Massenverbrechen des NS-Regimes fand. Es ging nicht mehr nur um Strukturen und Bedingungen der nationalsozialistischen Herrschaft und ihrer Verbrechen, sondern um individuelles Handeln oder auch das Handeln von Gruppen, um dessen Motive und Ausformungen. Doch nicht nur einige wenige Spitzentäter, das war eher ein Charakteristikum der ganz frühen Historiografie, doch nicht nur einige wenige Spitzentäter rückten damit in den Blick, sondern breite Gruppen von Mittätern, Mitwissern und Mitläufern, aber auch von Profiteuren, von Nutznießern des Regimes und seiner Verbrechen. Vor diesem Hintergrund hat übrigens auch die sogenannte Volksgemeinschaft als erfahrungsgeschichtliche Kategorie wissenschaftlich an Bedeutung gewonnen, weil sie uns hilft, die Loyalitätsbedingungen, Bindungskräfte des Regimes in den Blick zu nehmen. Seit 1990 gab es, ein zweiter Punkt, wieder einen deutschen Nationalstaat. Schon im Begriff der Wiedervereinigung deutet sich der politische Rückbezug auf den 1945 untergegangenen deutschen Nationalstaat, das Deutsche Reich, an. Daraus ergab sich eine neue Dimension der Erinnerung an die deutsche Nationalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, an die Geschichte des Nationalsozialismus und insbesondere auch des Holocaust. In der alten Bundesrepublik war spätestens in den 1980er Jahren die kompromisslose Abgrenzung vom Nationalsozialismus und seinen Massenverbrechen zum entscheidenden Bestandteil bundesrepublikanischer Identität geworden. Mit der Wiedervereinigung aber gab es nun rund 17 Millionen neue Bundesbürger, denen in der DDR zwar von Staats wegen der Antifaschismus verordnet worden war, die aber eine mit der westdeutschen vergleichbare politische, gesellschaftliche und kulturelle Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gerade nicht erlebt hatten. So gab es 1990 keine gemeinsame Basis, auf der die Fortschreibung der Erinnerung an die NS-Zeit hätte erfolgen können. Vor diesem Hintergrund lag die besondere Intensität der erinnerungs- und geschichtspolitischen Debatten seit 1990 auch darin begründet, dass sie zur allmählichen Herausbildung einer nationalen Erinnerungskultur beitrugen und noch immer beitragen. Aber auch biologische Faktoren, wenn Sie so wollen, das ist jetzt mein dritter Punkt, wirkten auf die Intensität der Erinnerungsdiskurse ein. Im Wechsel der Generationen verwandelt sich Vergangenheit in Geschichte. Die unmittelbar persönliche oder auch gruppenbezogene Erinnerung erlischt. Das kommunikative Gedächtnis, um die Terminologie der Gedächtnistheoretiker zu bemühen, das kommunikative Gedächtnis wird allmählich zum kulturellen Gedächtnis. Die Generation der Überlebenden des Nationalsozialismus, der überlebenden Opfer, der überlebenden Täter, aber auch all der anderen, die die NS-Zeit bewusst miterlebt hatten, sie stirbt aus. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren 2/3 aller Deutschen nach 1945 geboren. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung auf Geschichtsbilder. Es geht um Geschichtsbilder, die verblassen, es geht um solche, die Bestand haben, die bleiben werden. Und in einer pluralistischen Gesellschaft wird um diese Geschichtsbilder gerungen, auch öffentlich gerungen. Geschichtsbilder und Geschichtsdeutungen haben dann keinen Bestand mehr, wenn sie nicht nur wissenschaftlich unhaltbar geworden sind, sondern auch dann, wenn sie ihre Verankerung in der Gesellschaft verloren haben. Mit Blick auf den Nationalsozialismus konnten wir eine solche Entwicklung auch in der Debatte über das Amt und die Vergangenheit erleben. Und daher
reicht die Kontroverse über das Amt in ihrer Bedeutung, wie ich finde, weit über ihren Gegenstand hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Konze, für diese, ich finde, aufschlussreichen, gedankenreichen Ausführungen, die hier gezeigt haben. Es geht offensichtlich mehr als nur um die Diskussion der Rolle von deutschen Diplomaten während der Zeit des Nationalsozialismus und dem nach 1945 erfolgten Umgang. Sie haben dieses Thema eingebettet in einen viel größeren Kontext von Geschichtspolitik, öffentlichen Diskursen und Trends auch der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit nach der deutschen Einheit im Kontext der Analysierung, aber auch aufgezeigt, welche Umgangsformen, welche Rezeption es vor 1990 gegeben hat. Und Sie haben auch im Grunde eine Replik geliefert auf zahlreiche Hinweise der Kritiker im Zusammenhang mit der Präsentation und der Publikation dieses Dokumentationswerks. Wir haben jetzt, meine Damen und Herren, die Gelegenheit, mit Herrn Konze über das, was er vorgetragen hat, aber natürlich auch über das, was er mit anderen Kollegen, Herausgebern mit zu verantworten hat, zu diskutieren. Ich eröffne hiermit die Diskussion und nehme die ersten Fragen mit Interesse auf. Bitte schön. Wer meldet sich zuerst? Herr Kosse ist so nett und reicht das Mikrofon zu Herrn Freitag. Ja, zunächst auch vielen Dank. Für mich faszinierend, was Sie vorgetragen haben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum haben Historiker nicht eigentlich viel früher mit einer solchen intensiven Aufarbeitung der Vergangenheit des Auswärtigen Amtes begonnen? Die einzige Antwort, die ich mir geben konnte, da würde ich Sie gerne bitten, das mal zu erläutern, inwieweit die Archive im Auswärtigen Amt eine entsprechende Rolle gespielt haben. Das heißt, hat das Auswärtige Amt bewusst die Archive verschlossen gehalten, obwohl man hätte anders verfahren können? Und erst Ihrer Kommission ist es durch Joschka Fischer dann gelungen, an diese Unterlagen heranzukommen, um erst so spät, 60 Jahre nach Kriegsende, ein solches Buch, eine solche Dokumentation zu veröffentlichen. Erste Frage, sollen wir sammeln? Das ist mir recht. Ich meine, das ist eine große Frage. Oder vielleicht verbinden sich Dinge auch. Dann können wir es natürlich zusammennehmen. Dann tun wir noch eine hinzunehmen. Bitte schön. Die öffentliche Diskussion nach der Veröffentlichung des Buches hätte ja den nicht ganz Unkundigen zu der Frage führen können, ist das nicht alles bekannt gewesen? Mal unabhängig davon, ob das Auswärtige Amt die Archive geöffnet hat oder nicht. Nach meinem Eindruck war vieles oder fast alles, was Fakten vorgetragen wurde, bekannt. Aus den verschiedensten Quellen, Sie hatten das angedeutet, beginnend mit dem Straßenprozess über die Veröffentlichung bis in die Gegenwart. Ich habe mir die Frage gestellt, ob der besondere Chorgeist dieses Amtes eine Rolle gespielt hat, im Zusammenhang auch mit dem, was Sie bereits erwähnt haben, dass die Generation der Täter, der Mittäter nun langsam ausstirbt. Das wäre ja ganz interessant, weil in andere Bereiche hinaus, Sie haben also das Thema Wehrmacht angesprochen, aber ich denke nur mal an die Justiz in Deutschland, eher Sache der Bundesländer. Ich glaube, dort wird man mindestens genauso viel aufzuarbeiten haben, wie das im Auswärtigen Amt der Fall gewesen ist. Ja, ich glaube, das reicht zunächst. Ja, vielen Dank. Das kann man in der Tat ja doch verbinden, diese beiden Fragen. Also das Bundesjustizministerium hat ja jetzt erst sozusagen vor wenigen Monaten, letzte Woche fand, glaube ich, ein großes Symposium in Berlin statt, hat jetzt sozusagen die Aufarbeitung seiner eigenen Vergangenheit auch in Angriff genommen, kann natürlich nur sozusagen bestimmte Dimensionen erfassen, wie Sie sagen, Justiz auch als Länderangelegenheiten, aber immerhin das Ministerium selbst,
bestimmte Bundesgerichte, die hier natürlich BGH, der hier nicht unwichtig ist. Also das darf man sehr gespannt sein, sozusagen, was hier für Überlegungen, gerade auch mit Blick auf Erkenntnisse, mit Blick auf Kontinuitäten, nicht nur im Personellen, ich meine, das ist ja das eine Element, sondern natürlich auch Kontinuitäten sozusagen im Denken, in den politischen und den gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen, die ja eine Behörde prägen, eben auch über politische Zäsuren und Systemwechsel hinweg, was hier zutage tritt. Also nach allem, was ich jetzt schon sozusagen höre, beispielsweise über die Kontinuität familienrechtlicher Vorstellungen beispielsweise, sind dabei sozusagen über die Frage hinaus, wer sitzt da noch in den 50er und 60er Jahren mit NS-Vergangenheit im Bundesjustizministerium, wichtige materiell-rechtliche Fragen, wenn Sie so wollen, unbeantwortet, die vielleicht in ihrer Bedeutung zum Teil dann auch bis in die Schwelle unserer Gegenwart heranreichen. Aber sagen, im Bereich der Justiz, natürlich existiert auch hier eine Art Chorgeist, aber das Stichwort ist natürlich völlig richtig und in ganz besonderer Weise auch von Erklärungskraft für den Auswärtigen Dienst. Denn wir haben hier vermutlich diejenige politische und administrative Elite, Funktionselite, die sich wie keine andere durch ein hohes Maß an Zusammengehörigkeit, Gruppenbewusstsein, Gruppenkohäsion auch auszeichnen. Das alles kann man mit diesem Begriff des Chorgeists, glaube ich, sehr, sehr gut fassen. Und das hat natürlich zu tun mit den spezifischen Bedingungen auch sozusagen diplomatischer Aktivität durch den ständigen Wechsel sozusagen von Auslands- und Heimatverwendung, aber natürlich auch durch gemeinsam durchlaufene Ausbildungen in den entsprechenden Ausbildungsstätten und Schulungseinrichtungen des Auswärtigen Dienstes. Also das bildet jenseits sozusagen der noch vorgängigen auch sozialen Bindungskräfte, das ist ja alles sozusagen Oberschicht par excellence, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber das bildet sicherlich die Voraussetzung für einen Chorgeist, der dann eben auch nach 1945 sich nicht auflöst. Im Gegenteil, möglicherweise sogar auch durch das Bewusstsein der historischen Verantwortung sich noch weiter stärkt, sich noch weiter kräftigt. Es ist auch interessant zu sehen, wo die Grenzen dieses Chorgeistes liegen. Wie schwer es beispielsweise Diplomaten haben, die nach 1933 ihren Posten verloren hatten, die ausscheiden mussten oder freiwillig ausgeschieden sind und die nach 1945 bzw. 1951 nach Wiedergründung des Amtes wieder versuchten einzutreten. Das wird in der überwiegenden Mehrheit der Fälle verhindert, abgeblockt. Und natürlich sind diese Bewerber, um die es hier geht, wieder Bewerber, sozusagen das Wort, wie die Verkörperung des lebendigen schlechten Gewissens. Und das ist ein Phänomen, was wir überall in der Geschichte der Bundesrepublik haben, wo sozusagen kontinuierlich arbeitenden Eliten auf diejenigen treffen, die Widerstand geleistet hatten, die emigrieren mussten, die Opfer der Diktatur waren. Aber auch in dem Mikrokosmos des Auswärtigen Amtes ist das sehr, sehr gut feststellbar. War alles bekannt? Vieles war bekannt. Sie haben völlig recht. Vieles war bekannt von den Nürnberger Prozessen, nicht nur der Wilhelmstraßenprozess, auch andere, aber für uns natürlich besonders wichtig im Auswärtigen Amt, der Wilhelmstraßenprozess 48, 49. Personalpolitische Skandale in den 50er Jahren. Allerdings sozusagen ist diese Kenntnis im Laufe der Jahre sozusagen in den Hintergrund getreten und zum Teil ja auch in den Hintergrund gedrängt worden, weil es kein gesellschaftliches Interesse an diesen Fragen gab. Und im Gegenteil konnte sich trotz all dieser Kenntnisse bis in die 50er, 60er Jahre hinein eben ein Geschichtsbild entwickeln, das nicht auf diesen den Faktenkenntnissen beruhte, die man eigentlich hatte oder zumindest hätte haben können, sondern das ein völlig anderes Bild zeichnete. Und das geht natürlich nur, wenn es eine entsprechende gesellschaftliche Disposition gibt für solche Verdrängungsleistungen. Also Geschichtsbilder entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern eben in einer Gesellschaft, die auch bereit ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Geschichtsbilder eben
zu akzeptieren und sich zu eigen machen. Und genau mit einer solchen Dynamik vermutlich haben wir es zu tun. Warum so spät, hatten Sie gefragt. Ich hatte ja deutlich zu machen versucht, dass es natürlich schon seit relativ früh, schon seit den 50er Jahren, immer wieder wichtige wissenschaftliche Untersuchungen gegeben hat. Wir fingen also nun sicherlich nicht am Punkt Null an. Es gibt zu einzelnen Fragen wirklich auch der Rolle des Auswärtigen Dienstes im Dritten Reich und zum Teil auch in der Zeit nach 45 schon wichtige Untersuchungen. Ich nenne als sozusagen Döscher, Browning nur stellvertretend für manche andere. Aber sozusagen diese zusammenfassende, auch Syntheseleistung, verstärkt natürlich auch durch eigene Archivforschungen unserer Kommission und ihrer Mitarbeiter, versuchte sozusagen doch nochmal den bisherigen Wissens- und Forschungsstand auf eine neue Ebene auch zu heben. Was auch damit zu tun hatte, wir waren natürlich eine personell wie finanziell auch sehr gut ausgestattete Kommission und konnten mit unserem Stab von Mitarbeitern nun auch weltweit recherchieren, in über 30 Archiven beispielsweise weltweit. Das ist ja den Kollegen, die sozusagen individuell bis dahin an die Themen herangegangen sind, gar nicht möglich gewesen, ganz pragmatisch unmöglich gewesen. Aber wir hatten also nun über 20 hochqualifizierte jüngere Historikerinnen und Historiker, die für uns von Yad Vashem über die amerikanischen und britischen Archive bis hin natürlich zu den deutschen einschlägigen Archiven recherchiert haben und damit sozusagen eine neue Leistung auch erbracht haben, die dann schon auch in das Buch eingeflossen ist. Was das politische Archiv des Auswärtigen Amtes betrifft, das natürlich im Zentrum auch unserer Archivforschung stand, so ist bekannt, dass dieses Archiv über die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder Forschung und insbesondere kritische Forschung zur Geschichte des Auswärtigen Dienstes in der Zeit des Nationalsozialismus behindert und zum Teil verhindert hat. Zum Glück gab es partiell Parallelüberlieferungen in den Vereinigten Staaten, da die Amerikaner, die Briten ja nach 1945 auch Dokumente beschlagnahmt hatten und wenigstens Kopien noch verfügbar hatten. Aber es gab hier eine Politik sozusagen der Forschungsverhinderung, der Kooperationsverweigerung. Und diese Politik der Forschungsbehinderung hat sich auch bis in die Frühphase unserer Kommission hineingezogen. Wir haben das als Kommission erst gestern nochmal in einem großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dargestellt, wie auch wir behindert worden sind und wie es erst der Intervention eines Ministers Steinmeier dann damals schon bedurfte, um hier wirklich eine vernünftige Kooperation am Ende hinzubringen. Aber da ist das politische Archiv des Auswärtigen Amtes eben nicht nur sozusagen eine Serviceeinrichtung für die Wissenschaft, sondern auch ein geschichtspolitischer Akteur. Und führende Repräsentanten dieses politischen Archivs haben über Jahrzehnte hinweg eben auch mitgewirkt an der Entwicklung, der Formulierung und Verbreitung eines bestimmten Geschichtsbildes. Und insofern, wie gesagt, Archive sind dann ganz zentrale und für uns eben auch sehr, sehr wichtige Institutionen gewesen. Vor allem eben das politische Archiv des Auswärtigen Amtes mit seiner durchaus ambivalenten Rolle in diesem Kontext. Auch Archivare gehören offensichtlich zu einem Chor, können einen Chorgeist entwickeln und entsprechend soziologisch auch eine Gruppe, die sich solidarisiert mit dem entsprechenden Amt, dem sie auch dient. Also als Soziologe kann man ja auch, wenn man so will, ein gewisses Verständnis haben für dieses Beharrungs- und für dieses, Legendenstricken, für dieses Beharrungsvermögen, für dieses auch apologetische Umgehen mit der Geschichte, aber verstehen als nicht verzeihen. Naja, Max Weber gesagt. Es ist ja auch die Frage, was spricht eigentlich dafür? Wir haben ein funktionierendes, gut ausgestattetes, in der Wissenschaft sozusagen bestens verankertes Bundesarchiv, in das alle Bundesbehörden, ausnahmslos ihre Unterlagen geben. Bis auf kleine Ausnahmen, sozusagen noch im militärischen Bereich, zu bestimmten Gründen. Es ist doch überhaupt nicht einzusehen, dass das Auswärtige Amt hier eine Sonderstellung unter den anderen Ministerien erhält. Warum gibt das Auswärtige Amt nicht seine Dokumente systematisch ab
an das Bundesarchiv. Das hielte ich sozusagen für einen ganz pragmatisch wichtigen Schritt. So ist immer wieder sozusagen über die Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, hat man das ja gesehen, dieses Archiv im Grunde genommen der Diener zweier Herren und in einem permanenten Loyalitätskonflikt. Auch einerseits als eine in die Hierarchie des Auswärtigen Amtes eingebundene Behörde, wo nun die Archivleitung auch wirklich mit der Personalstruktur dem diplomatischen Dienst angehört, mit allen Weisungsbefugnissen und Unterordnungsverhältnissen und andererseits aber sozusagen dem Ideal der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Forschung, der Unterstützung wissenschaftlicher Forschung verpflichtet. Das kann ja nicht funktionieren. Erst recht nicht, wenn man es mit geschichtspolitisch so heiklen, so sensiblen Themen und Fragen zu tun hat, wie eben in diesem Fall. Also nach meinem Dafürhalten spräche sehr, sehr viel dafür, ich kann der Diskussion gar nicht vorgreifen, ich kann es nur immer wieder betonen, dieses politische Archiv des Auswärtigen Amtes zu integrieren in das Bundesarchiv, das ja existiert, das sich einer tadellosen Reputation erfreut, das bestens organisieren und managen könnte. Aber wie gesagt, die Diskussion muss geführt werden, finde ich, zum Teil wird sie auch. In einem Punkt scheint die Zeichnung ehrlich zu sein, das heißt politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Das ist irgendwie ehrlich. Aber wir haben noch vier Fragen. Ich darf den Herrn bitte außen seine Stellungnahme geben. Die peinliche Rolle, die Sie geschildert haben, die die Angehörigen des Auswärtigen Amtes gespielt haben nach 1945, sich reinzuwaschen und die ganzen dunklen Ereignisse der Vergangenheit, so weit es geht, zu verdecken oder in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, ist ja nicht mehr da gewesen. Die ist weit verbreitet in der damaligen ganzen Gesellschaft gewesen. Umso rühmlicher haben ja einige Beispiele noch davon abgestochen, wo Leute dann wirklich sich zu ihrer Vergangenheit bekannt haben, bereut haben, und dann ihren Weg weitergegangen sind. Gibt es solche Beispiele, sich zu seiner eigenen schuldvollen Vergangenheit zu bekennen, es auszusprechen und den Weg dann zur Gestaltung weiterzugeben, auch bis Auswärtige Amt? Das ist die eine Frage. Die andere, hat es jemals in der DDR eine Aufarbeitung des Antisemitismus und der ganzen Geschichte damit verbunden gegeben? Oder hat sich die alleinige Rolle des Kampfes gegen den Faschismus, wie es heißt, auf die KPD und ihre Leute geschickt? Das sind die beiden Fragen. Ja. Herr Mühe ist gleich nebenan. Ja, ich möchte ja nochmal die Frage stellen, warum jetzt erst? Mit der Wiedervereinigung 1990 hat man die Gaukbehörde geschaffen, um alle Führungskräfte der ehemaligen DDR es nicht möglich zu machen, in irgendeinen Dienst zu kommen. In die Bundesrepublik da führende Posten wieder zu besetzen. Ist man da denn nicht auf die Idee gekommen, wir haben 1950 sowas nicht gehabt, und da hat man das nicht aufgearbeitet und jetzt macht man das mit den ehemaligen DDR-Leuten? Und dass man jetzt praktisch die Wissenschaftler auf den Sprung gekommen sind oder auch andere Institutionen, jetzt müssen wir also doch aufarbeiten. Das war die eine Frage oder vielleicht meine Erkenntnis dazu. In der Einleitung Ihres Buches habe ich kurz vorhin gelesen, dass Adenauer ja eigentlich das gar nicht so wollte, dass praktisch ehemalige übernommen werden. Aber sein Umfeld, Globke und Blankenhorn haben Sie erwähnt, waren wohl stärker. Und er war ja damals auch in Spee noch mit Außenminister. Mich wundert, dass er das alles hat so durchgehen lassen. Gibt es da Erkenntnisse aus der Biografie oder aus den Geschichtsarchiven von Adenauer? Okay. Das sind jetzt schon vier Punkte. Also wenn wir Zeit haben, wir haben Zeit. Vielleicht können wir gleich nochmal fortsetzen. Gerne. Ich fange vielleicht mal mit dem Adenauer an, weil das ein ganz spannender Punkt eigentlich ist. Ich habe ihn ja auch kurz zitiert, dass Adenauer noch im Winter 1949, Ende 1949, sah, wir bauen ein neues Amt, das mit dem Alten und den alten Leuten möglichst wenig zu tun hat. Dann wird es 1951 gegründet und das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein auswärtiges Amt, in dem die personelle Kontinuität extrem hoch ist. Und nun wird man zum einen sicherlich sein politisches Umfeld hier mit ins Spiel bringen müssen. Tatsächlich Leute wie Blankenhorn, Glocke vielleicht in diesen außenpolitischen Kontext etwas weniger. Aber man muss natürlich auch sehen, sozusagen, wie dieser Adenauer dachte. Und der hatte ja nun mit dem
Er war Außenminister, wie Sie sagen, bis 1955 und er hatte ja nun außenpolitisch Großes vor, Stichwort Westintegration, und brauchte auch sozusagen eine außenpolitische Elite, die bereit war, mit ihm sozusagen diesen Weg in Richtung Westen, in Richtung Westintegration anzutreten. Und nun war das Gros dieser Diplomaten sicherlich kein überzeugten sozusagen Westeuropäer oder Atlantiker. Aber die einzige Chance, die sie hatten, sozusagen wieder Fuß zu fassen und ihre Karriere fortsetzen zu können, war doch, dass sie gewissermaßen bedingungslos diesen politischen Kurs mitverfolgen aus dem Auswärtigen Amt. Nie irgendjemand ernsthaft diese adenauerische Politik der Westintegration, die ja auch sozusagen eine Vertiefung der deutschen Teilung implizierte, bestritten. Es gibt da gelegentlich mal sozusagen leise Stimmchen. Aber das Gros sozusagen der deutschen Diplomatie macht das mit und das weiß der Adenauer. Der weiß, jetzt überspitze ich polemisch, der weiß, diesen Menschen ist gewissermaßen das Rückgrat gebrochen. Und mit denen kann er operieren. Und das weiß, da ist der Adenauer der alte Fuchs, als den man ihn bezeichnet. Politisch mit allen Wassern gewaschen. Das ist ihm ganz genau klar. Und damit operiert er. Und wer dann in den späten 50er Jahren aus dem diplomatischen Dienst dagegen opponiert, es gibt ein, zwei Beispiele, Albrecht von Kessel beispielsweise, aber wenige, das sind Leute, die dann ausscheiden oder hinauskomplimentiert werden. Aber da ist eben auch, da ist kein Widerstand mehr zu erwarten. Das sind diejenigen, mit denen Adenauer seine operative Westpolitik eben auch durchführen kann. Ja, die Frage, warum erst so spät, man hat nach 1990 im Umgang mit der DDR, mit der SED-Vergangenheit doch diese Thematik ganz akut auch als politisches Problem gehabt, man hat die Daubenbehörde begründet. Nicht zuletzt interessanterweise kreisen diese ganzen Überlegungen bezogen auf die DDR-Vergangenheit nach 1990, ja über die Probleme des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in Westdeutschland nach 1945. Man will die Fehler, die man nach 1945 gemacht hat, nicht wiederholen. Und deswegen gibt es eine Gaukbehörde. Und deswegen werden den Zeithistorikern sofort alle Akten und Dokumente aus der DDR zur Verfügung gestellt, ohne Sperrfristen und irgendwelche Einschränkungen. Und deswegen ist man so sensibel bei der Frage der Elitenkontinuität und der Positionsbesetzungen etc. Aber das ist zunächst mal noch kein Impuls, interessanterweise, für eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung. Dazu bedarf es dann offensichtlich erst dieses auch stark generationsbezogenen Konflikts, in dem eben Joschka Fischer doch eine vermutlich sehr, sehr wichtige, vielleicht auch bei einem Konflikt verschärfende Rolle spielt. Und erst aus diesem Konflikt heraus, der ja rasch sozusagen auch einen gesellschaftlichen Konflikt auch offenbart, entsteht dann die Dynamik, die politische Dynamik, die dann in unserem Falle sozusagen zur Kommissionsbegründung auch in den anderen Aspekten, die ich auch kurz zu erwähnen versucht hatte. Ja, DDR und Antisemitismus, das ist eine hochkomplexe Thematik. Ich glaube, generell also eine flächendeckende Auseinandersetzung in der DDR-Gesellschaft mit der Frage des Antisemitismus hat es so in dieser Form nicht gegeben. Man wird immer wieder Beispiele für individuelles Handeln finden, aber nicht auf die Gesellschaft und das politische System als Ganzes bezogen. Da stand gewissermaßen als Überschrift dieser Primat des Antifaschismus über allem, und das hat man staatlich verkündet, und eine sozusagen differenziertere, auch kontroverse Auseinandersetzung war damit ja überhaupt nicht verbunden. Auch die ganze Problematik natürlich dann der Bundesrepublik gewissermaßen nicht nur finanziell, Stichwort Wiedergutmachung, Entschädigung, das Erbe des Nationalsozialismus zuzuweisen, auch in den Beziehungen mit Israel natürlich, das verhindert im Grunde genommen eine flächendeckende Auseinandersetzung. Man müsste eher überlegen, ob nicht zum Teil sogar zumindest in der offiziellen Politik, es sowas gibt wie einen neuen Antisemitismus oder Anti-Israelismus. Antizionismus, Anti-Israelismus.
Das wird man überlegen müssen. Vor dem Hintergrund Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, aber auch der nahöstlichen Problematik, der Partnerschaft Israel-Vereinigte Staaten. Darüber würde man nachdenken können, denke ich. Jetzt überlege ich, schaue auf den Spickzettel hier. Ja, sozusagen, gab es im Auswärtigen Amt Repräsentanten, sozusagen, die sich selbst distanzierten? Das gab es eher wenig. Es gab sozusagen einzelne Diplomaten, die vielleicht mal in Lebenserinnerungen sich kritisch reflektierend auch geäußert haben. Aber das wird man nicht als eine sozusagen gewichtige Position oder eine gewichtige Person bezeichnen. Darf ich hier kurz was einwerfen? Bitte. Weitere Fragen. Mir fällt ein Hans von Herbert zu Bietenfeld. Ja. Ich habe ihn selbst noch mehrfach besuchen und befragen können. Er wohnt übrigens in Küps, bei Kronach auf so einem festen Haus. Ja. Und Hans von Herbert zu Bietenfeld, der ja auch zwei Erinnerungen geschrieben hat, also einmal diese Hitler-Stalin-Zeit und dann auch zwischen Hitler und Stalin und von Adenauer zu Brandt. Er ist ja dann Protokollchef geworden unter Adenauer, war dann Botschafter in London, in Rom, auch Präsident der Goethe-Institute. Also das ist ja wäre ein Beispiel, was man vielleicht nennen könnte. Ich weiß nicht, ob Sie das so sehen. Sehen Sie das? Hat er die Problematik der Beteiligung des Auswärtigen Dienstes, dem er ja selbst angehörte, bis 39, nicht bis 45, hat jüdische Familie und geht dann ins Militär, 1939. Aber er hat selbst aus dieser kritischen Distanz das nie reflektiert. Im Gegenteil, gehört er zu denjenigen, das muss man eben sagen, das sind auch sozusagen das tragische Entwicklungen, der dann nach 1949 eben mit anderen Wilhelm-Sträßlern gewissermaßen dafür sorgt, dass dieser Chorgeist erhalten bleibt und dass im Grunde die alte Wilhelmstraße eben auch in der Koblenzer Straße mehr oder weniger geschlossen wieder aufeinander tritt. Also da gibt es leider wenig sozusagen Äußerungen, die da auch bei ich meine, ich kenne Herbert sehr gut, weil ich diesen zweiten Teil seiner Memoiren von Adenauer zu Brandt über weite Strecken auch mit ihm geschrieben habe, so ein bisschen Ghostwriting und ihm geholfen habe, sein Material zu ordnen als junger Historiker vor etwa 20 Jahren. Deswegen ist mir das durchaus bewusst, wie er da dachte und wie er sich da positionierte. Ich habe weitere Fragen, und zwar Reinhard, dann Herr Friebel und Herr Hinz, bitte. Das hat sich zum Teil erledigt. Ich wollte auch die Sozialpolitik. Moment, das Mikro. Sorry. Nee, vielen Dank, das hat sich zum Teil erledigt. Also zum Teil haben Sie die Frage beantwortet, weil ich finde, bei diesem ganzen Thema müsste man, das sind natürlich andere Leute, sozialpsychologisch auch mal forschen, wie man das überhaupt verstehen kann. Also ich habe nur normal studiert und Staatsexamen gemacht und habe selbst als junge Studentin diese Story, dass in einem zentralistisch organisierten Staat die Beamten nicht gehorcht haben, sondern einen Widerstand geleistet haben, habe ich nie geglaubt. Also, und ich war nichts Besonderes, also auf die Idee, dass ich alles kommen kann. Nein, Sie haben völlig recht. Und ich finde wirklich dieses sozialpsychologische Argument, und zwar sowohl bezogen auf das Verhalten in der NS-Zeit, aber natürlich auch die Frage des Umgangs damit nach 1990, ganz zentrale Fragen, die wir natürlich nur an der Oberfläche gewissermaßen behandeln konnten, aber ohne die man im Grunde genommen diese Prozesse auch nicht verstehen kann. Ja, diese hohe Elite spiegelt doch nur das wider, was wir, die alten 68er, mit den Eltern ausgefochten haben. Und es gab ja auch in der Generation unserer Eltern keine Nazis. Aber das ist ja genau wieder diese Konstellation von 2003, 2004, das ist nochmal die 68er-Konstellation, bloß nochmal 30 Jahre später. Also der Joschka Fischer ist eben dann nicht mehr 18 oder 20, sondern 30 Jahre älter. Und die sogenannten Mumien, die dann gegen ihn aufstehen, das ist die Elterngeneration der späten 60er Jahre. Also wir haben so eine letzte Ausformung dieses 68er-Konflikts. Und das weckt natürlich auch ich bin ja sozusagen jenseits des Verdachts, sozusagen ein 68er zu sein, Jahrgang 63, also mit 5 Jahren bin ich noch nicht an die Barrikade gegangen. Das war biografisch nicht möglich. Aber bei Fischer weckt das ja, dieser Konflikt, als ihm dann einer sagt, die 68er, ihr seid ja die SA. Das weckt ja bei Fischer alle sozusagen 68er Instinkte noch einmal und führt dann eben auch zu dieser Art von Reaktion. Und er ist plötzlich wieder mitten in diesen Konfliktkontexten und als politisches Tier, das Fischer ja auch ist,
zweifellos. Dynamisiert sich natürlich dieser Konflikt dann in ganz besonderer Weise, so würde ich das tatsächlich auch aus meiner generationellen Distanz mit erklären. Herr Briebel, ein Student kommt zu Wort. Bitte schön. Ja, ich habe die Frage, ich habe gerade in Ihrem Vorfeld in Ihrem Buch nachschlagen, da habe ich gesehen, dass es ca. 37 Diplomaten es gab, von glaube ich 520 NSDAP-Mitglied waren. Meine Frage ist nun, ca. zwei Drittel, hatte die junge BRD eigentlich die Möglichkeit, 48, 49 auf so viele Diplomaten zu verzichten? Oder die zweite Frage dazu, gab es in Ihrem Buch, oder haben Sie auch recherchiert, ob es dafür Ersatz gegeben hätte, als für diese Diplomaten, die eingesetzt worden sind? Und die dritte, kleine dritte Frage noch dazu. Geht schon, passt schon. Sie haben ja den einen Herrn vorgestellt, der glaube ich in den 60er Jahren Konsul in Barcelona ja, war. Ja, Russland, ja. Gab es auch, sagen wir mal, Beschwerdeschreiben von Regierung und sowas, dass ein ehemaliger NS-Mitglied, sage ich mal, so ins Ausland geschickt worden ist, um da die BRD zu vertreten? Oder gab es da auch, ja... Spanien, Franco. Also ich fange mal damit an, jeder verweist schon darauf. Also Kritik in dem Sinne, aus der Bundesregierung heraus gab es nicht, aber es ist ja nun kein Zufall, dass dieser Herr Nüßlein ins frankistische Spanien geschickt wird. Das weiß man in der Personalabteilung sehr genau und das zeigt für mich ja nochmal, dass man dieses Bewusstsein hatte der NS-Belastung. Und Nüßlein ist ja kein Einzelfall. Und er bleibt im Übrigen für einen Diplomaten ganz ungewöhnlich 12 Jahre in Barcelona geparkt. Normalerweise ist man nach 3 bis 4 Jahren an einem anderen Ort. Herr Nüßlein wechselt nicht vor seiner Pension. Es gibt viele, viele andere Fälle. Südamerika. Aber dann natürlich auch der Nahe und Mittlere Osten, die arabischen Länder. Da gibt es Vermerke in den Personalakten, da steht dann drin, nur in arabischen Ländern einsetzbar. Und das zeigt jetzt an jenseits des punktuellen Befundes, dass strukturell doch das Wissen über diese Belastung, breite Belastung eines großen Teils des diplomatischen Personals eben vorhanden war. Andersherum ist man natürlich hochsensibel, wenn es darum geht, die, sagen wir mal, vergangenheitspolitisch heiklen Botschafterposten und Diplomatenposten zu besetzen. In Westeuropa, bei den westlichen deutschen Nachbarn, Frankreich, Belgien, die Niederlande natürlich, dann seit den 60er Jahren natürlich Israel. Aber dann später auch mit der franzischen Ostpolitik, Polen. Da weiß man, da kommt doch ein Nüßlein nicht hin. Das ist ja völlig, völlig klar. Also das hat man auf dem Schirm, um es so schlicht zu formulieren. Und man kann es in den Personalakten sehr, sehr schön nachlassen. Also das Bewusstsein und das Wissen über diese Problematik ist breit vorhanden. Was nun die NSDAP-Mitgliedschaft betrifft, ich bin immer etwas vorsichtig, zu schnell aus der NSDAP-Mitgliedschaft ein zu starkes Argument zu machen. NSDAP-Mitgliedschaft alleine sagt noch nicht sozusagen über Gut und Böse und über Täterschaft. Wir haben genügend Beispiele von NSDAP-Mitgliedern aus der Zeit nach 1933, also ich rede nicht nur von denen, die möglicherweise in den letzten Kriegsjahren sozusagen ohne auch ihr Wissen unter Umständen beigetreten worden sind oder wie auch immer. Aber ich rede über viele, die 1933 enthusiastisch Parteigenossen geworden sind und die wir dann trotzdem dem Widerstand zurechnen können in späteren Jahren. Und umgekehrt haben wir Beispiele auch für Menschen, die nicht der Partei angehörten und die trotzdem als Beamte oder als Offiziere an NS-Verbrechen beteiligt waren. Insofern bin ich immer etwas vorsichtig, allein aus dem Kriterium NSDAP-Mitgliedschaft ein Argument zu formulieren. Da machen wir uns vielleicht auch etwas zu sehr gewissermaßen setzen wir uns zu sehr die Brille der Entnazifizierung von 1945 bis 1948 dann auf. Da hat man natürlich nach Kriterien gesucht, die man schnell erfassen kann. Und dann kommt man auf die NSDAP-Mitgliedschaft. Aber ganz so einfach, glaube ich, darf es der Historiker sich nicht machen. Also individuelles Handeln resultiert noch nicht aus Parteimitgliedschaft. Aber Ihre Frage zielte ja noch etwas weiter. Hat man keine anderen Möglichkeiten gehabt? Doch, man hätte Möglichkeiten gehabt. Die Bundesrepublik hatte doch
durchaus Personal, das man auch kompetent, so groß war der diplomatische Dienst ja zunächst mal noch nicht, so viele diplomatische Beziehungen gab es nicht. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik, das junge Auswärtige Amt der Bundesrepublik, ein kleines Amt zunächst mal. Und man hätte mit dem entsprechenden politischen Willen die Chance gehabt, hier schon eben unbelastetes Personal hineinzunehmen und vielleicht auch in wichtige Positionen zu bringen. Man hat es aber eben nicht getan, aus einer Reihe von Gründen, die ich versucht hatte, ihm darzustellen. Und irgendjemand hat sogar mal ausgerechnet, dass 1952 der Prozentsatz der NSDAP-Mitglieder im Auswärtigen Amt höher war als 1938. Ich meine, das ist schief. Ich will das jetzt sozusagen nicht als methodisch saubere Rechnung präsentieren. Die Größenverhältnisse sind ganz unterschiedlich. Aber es ist sozusagen nicht uninteressant. Das ist eben auch schon in der Presse der 50er Jahre festgestellt worden. Herr Hinz, bitte. Ja, Ihr zweiter großer Schwerpunkt in der Forschung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja der Adel. Und da habe ich mich jetzt bei dem Vortrag gefragt, nochmal zum Stichwort Chorgeist von Diplomaten. Der sollte ja eigentlich auch über die nationale Ebene hinausgehen. Das ist ja eigentlich eine Expertise, die ein guter Diplomat mitbringen muss. Kontakte, internationale Kontakte eben auch. Daher meine Frage, es ist ja sehr auffällig, dass viele Diplomaten adlige Namen haben, wenn ich das richtig sehe. Wie ist da eigentlich der Zusammenhang? Wie würden Sie das beurteilen? Naja, man kann es zunächst mal historisch erklären, dadurch natürlich, dass der diplomatische Dienst des Deutschen Reiches, so wie er nach 1870 entstand, im Wesentlichen, und vor allem natürlich der höhere Dienst, ein adliger diplomatischer Dienst war. Das hat schon damit zu tun, dass man über bestimmte, auch finanzielle Voraussetzungen verfügen musste, um in höhere diplomatische Positionen zu gelangen. Und es ist ja auch ganz interessant, zu den Spitzendiplomaten des Deutschen Kaiserreichs vor dem Ersten Weltkrieg gehören nun nicht die viel zitierten preußischen Junker oder Krautjunker, sondern das sind alles sozusagen vermögende Adlige, zum Teil auch aus Süddeutschland, die eben die materiellen Grundlagen auch haben, um repräsentativ in London oder in Paris oder in Wien sozusagen das Deutsche Reich vertreten zu können. Insgesamt entsteht aber im diplomatischen Dienst des Deutschen Reiches schon vor 1914 eben eine adlig großbürgerlich geprägte Spitzengruppe, die sich eben auch verteidigt, als man dann zu Beginn der Weimarer Republik versucht, dieses Laufbahn- und Rekrutierungsmuster zu durchbrechen. Das gelingt, wie so manches andere, der Weimarer Republik nur partiell und wird dann schon in den Jahren ab 1930 wieder rückgängig gemacht. Und insofern ist eben auch der Adel, ist diese adlige großbürgerliche Spitzengruppe eben auch, ganz im Sinne dieser traditionellen Eliten, eben auch nach 1933 besonders stark vertreten. Und sie haben natürlich bis heute einen, sagen wir, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, überproportionalen Adelsanteil im diplomatischen Dienst. Das ist jetzt nicht in dem Sinne signifikant oder auch politisch bedeutsam, würde ich jedenfalls nicht sehen. Aber man kann es auszählen. Es ist nicht mehr die Dominanz der Zeit bis in die 30er Jahre. Aber es ist doch immer noch sozusagen ein Bereich, der gewissermaßen als standesgemäß auch angesehen wird. Also insofern, es ist auch in dem Sinne sozialhistorisch ein ganz interessantes und wichtiges Thema. Sie haben es ja schon gesagt, Herr Konze, dass Sie ein Thema angesprochen haben, das weit über das eigentliche Thema hinausgeht. Und ich habe auch noch eine Reihe von Fragen, die ich kurz Ihnen gerne stellen würde, weil ich momentan aus dem Publikum keine mehr sehe. Sie haben gesagt, die These vom autonomen Nationalstaat, die hat im Grunde eigentlich weiter fortbestanden, in gewisser Weise. In den Köpfen, in den Hirnen war das drin, das war auch Teil einer gewissen Mentalität. Dass dann aber diese westeuropäische Integrationspolitik gelingt, mit allen Montanunion und EWG, das ist ja eigentlich wirklich eine Revolution gewesen, wenn man so will. Und wie das gelungen ist, das finde ich hochspannend, kann man das nur mit dem alten Fuchs erklären, der quasi
ein bisschen sogar mit, naja, nicht erpresserischen Methoden, ich sage, aber mit dem Ausspielen auch der NS-Vergangenheit einer gebrochenen Generation, mit gebrochenem Rückgrat auch operiert. Das ist doch eigentlich ein Phänomen, aber das führt zur zentralen Frage, wie europäisch war diese Politik, diese Außenpolitik und diese Diplomatie der frühen Bundesrepublik Deutschland eigentlich wirklich und war sie vielleicht auch nur ein Deckmantel? Eine Frage. Die andere Frage, Sie haben gesagt, es wäre absurd, davon zu sprechen, dass es eine Kontinuität nationalsozialistischer Außenpolitik gegeben hätte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Spannend ist dennoch zu fragen, was lebte eigentlich doch fort, subkutan, informell, implizit an NS-Gedanken und in der deutschen Außenpolitik? Was ist möglicherweise an Spurenelementen noch vorhanden gewesen? Eine weitere Frage, haben eigentlich Expertisen anderer Historikerkommissionen auch eine Rolle gespielt? Also ich habe in Österreich erlebt eine ganz andere Historikerkommission, eine Kommission, die über einen amtierenden Bundespräsidenten zu urteilen hatte, der noch im Amt war und der pipperte und zitterte, wie diese Historikerkommission ihr Urteil fällen würde, ob er noch im Amt bleiben könne. Das war in den Jahren 1986, 87, 88 die Frage. Und ein letzter Punkt, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, der Nationalsozialismus bleibt ein zentraler, Sie müssen es gar nicht aufschreiben, es steht alles hier, ich habe schon aufgeschrieben, einen zentralen Referenzrahmen der deutschen politischen Kultur. Das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Ich frage mich bei Fischer 1999, der gesagt hat, wir müssen jetzt eingreifen im Kosovo, Causa-Fall Kosovo, wir müssen jetzt hier vorgehen gegen Milosevic, weil wir ein neues Auschwitz verhindern müssen. Mit diesem Argument, dieses Fischer gelungen, ich sage mal einen Großteil auch der kritischen Öffentlichkeit in Deutschland, auch in der eigenen Partei, einigermaßen aber mit Mühe zu kalmieren und zurückzudrücken, zurückzudrängen, für diese, ich sage jetzt mal, zentrale Referenzrahmen der deutschen politischen Kultur, das geht jetzt weit über Ihr Thema hinaus, führt es nicht auch zu teilweise verquasten Argumentationen, die Monstrosität des NS-Verbrechens als Argument herzunehmen, um, ich sage mal jetzt, in einem, vielleicht ist das eine Apologie, in einem europäischen Regionalkonflikt einzugreifen, militärisch. Und ist das nicht auch eine Problematik, die zu Verirrungen führen kann oder zu einer fragwürdigen Legitimation des britischen Vorgehens? Das sind meine Fragen gewesen, die ich noch am Ende der interessanten Diskussion stellen. Jetzt können Sie sich entscheiden, ob Sie gehen wollen oder den nächsten Vortrag, den ich jetzt halten muss, sich noch anhören. Das ist natürlich nochmal sehr viel Stoff. Und ich will versuchen, sozusagen in der gebotenen Kürze noch darauf zu reagieren. Aber im Grunde fast jede dieser Fragen für sich genommen würde einen eigenen Vortrag rechtfertigen. Aber vielleicht einige kurze Gedanken. Ja, diese Denkfigur des autonomen Nationalstaates, die ist nach wie vor da in den Köpfen der Menschen. Sie wird natürlich gewissermaßen im Zaum gehalten, das hatte ich schon versucht kurz anzudeuten, durch sozusagen Adenauers Agieren, auch durch den, ja, es ist zum Teil ein erpresserischer Umgang, nicht explizit, aber implizit unausgesprochen. Ja, das ist sicherlich richtig. Was ja eine entscheidende Denkmöglichkeit bietet, diese Idee des autonomen, des handlungsfreien Nationalstaates zu verbinden, auch mit der Idee beispielsweise der europäischen Integration oder der transatlantischen Beziehung, aber noch stärker in dem europäischen Kontext, ist die Idee des nationalen Interesses. Damit kann man argumentieren. Diese Politik dient auch nationalem Interesse. Das ist die Brücke, über die man gehen kann. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber man muss es trotzdem eben erst lernen, dass dieses nationale Interesse dann eben auch Kooperation und Ausgleich und Verständigung und Konsens impliziert und nicht sozusagen in traditionellen Mustern von Antagonismus und Konfrontativität sich entwickelt und entfaltet. Aber also ganz kurz gesprochen, das scheint mir eine ganz wesentliche Brücke zu sein, über die man gehen kann. Und im Laufe der Zeit will ich es dann natürlich nicht ausschließen, dass
diese Lernprozesse ja auch wirken. Wir mussten alle etwas umlernen. Das habe ich nicht nur sozusagen ironisch gemeint. Da ist ja vieles dran an diesen Lernprozessen über die Jahre, zum Teil Jahrzehnte hinweg. Also die Brücke der nationalen Interessen. Der zweite, jetzt muss ich auf Ihr Blatt schauen, was lebte fort an NS-Gedankengut subkutan möglicherweise. Das ist natürlich schwierig, sozusagen, da müsste man in die ganz individuell biografische Analyse hineingehen. Also sicherlich finden Sie keine Spuren, zumindest nicht in der politisch-diplomatischen Praxis, keine Spuren von Rassismus und Antisemitismus. Aber wie gesagt, diese Idee des Primats der Nation und des nationalen Handelns, das ist nun keine genuin und ausschließlich NS-bezogene Dimension. Aber da würde man vermutlich am ehesten fündig werden. Ja, und dann der große Komplex, der Nationalsozialismus als entscheidender politischer, auch politisch-kultureller Referenzhorizont. Das kann man analysieren, das kann man sehr kritisch betrachten, aber wir müssen ja zunächst mal feststellen, das ist so. Es gibt ja kaum eine zentrale politische Debatte in der Bundesrepublik, und das nicht erst in unserer Gegenwart, sondern sozusagen schon mit langem Vorlauf, in der nicht auf die ein oder andere Weise der Nationalsozialismus eine Rolle spielt, auch als Argument, auch als politisches Argument eingesetzt wird. Das ist so, und das wird man vermuten, also das muss man analysieren und sozusagen nüchtern auch behandeln, aber das ist Teil der politischen Kultur dieser Republik geworden. Speziell bezogen auf Fischers außenpolitische Argumentation 1999 vor dem Hintergrund des Kosovo-Krieges ist natürlich interessant, dass hier in seiner Argumentation das alte Argument nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und deswegen sozusagen die Bundesrepublik als Friedensmacht, keine Auslandseinsätze, plötzlich kippt. Und zwar mit dem genauen Argument, mit dem genau gleichen Argument, mit dem man vorher über Jahrzehnte gesagt hat, sozusagen keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, sozusagen Friedensmacht Bundesrepublik, weil eben nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, mit dem gleichen Argument, gerade bezogen auf Auschwitz, auf den Holocaust, rechtfertigt man jetzt eben die Beteiligung der Bundesrepublik an der NATO-Intervention gegen Serbien. Das ist hochinteressant, zeigt aber nur nochmal die Bedeutung, die politische Bedeutung dieses Arguments in der politischen Diskussion. Ob letztlich sozusagen der historischen Erinnerung auch und dem Umgang mit der NS-Vergangenheit dadurch gedient ist, das ist eine andere Frage. Aber wir kommen vermutlich nicht an der Einsicht vorbei, dass der Nationalsozialismus, dass der Zweite Weltkrieg und insbesondere eben auch der Holocaust sich als zentrale Argumente in dieser Debatte, in der politischen Kultur und in zahlreichen politischen Debatten, das geht ja bis hin dann auch zur Frage der Rechtfertigung oder Nichtrechtfertigung des deutschen Sozialstaates, eine Rolle haben, wenn man plötzlich argumentiert, der Nationalsozialismus sei sozusagen der Vater des Sozialstaates. Und schon hat man das Argument wieder. Wie gesagt, ob das erinnerungs- und gedenkpolitisch wichtig und richtig ist, ist eine andere Frage. Aber an der Omnipräsenz dieses Arguments, ich will gar nicht zu sehr von Instrumentalisierung reden, aber an der Omnipräsenz dieses Arguments kommt man nicht vorbei. An der Omnipräsenz wollte ich das weiter. Meine Frage war, ob das nicht auch dann zu Fehlschlüssen führen kann und zu Handlungsmustern dient, die im Grunde auf einen Irrweg führen. Die Frage der Expertise anderer Historikerkommissionen war noch eine Rande. Kann ich schnell beantworten, wir haben das natürlich durchaus uns angesehen, jetzt vielleicht weniger die speziellen Waldheim-Entwicklungen, aber es gab natürlich auch die Schweizer Kommission in den 90er Jahren, der G-Kommission. Das haben wir uns schon angesehen und haben natürlich auch versucht, unsere eigene sowohl die Fragestellung, aber dann auch die Arbeitsweise auch sozusagen daran etwas zu orientieren beziehungsweise zu überlegen, wie wir in diesem Lichte unsere eigene Arbeit gestalten. Nein, wir sind natürlich auch in einem Kontinuum und so werden wir jetzt eben natürlich gefragt von den Kommissionen zum Justizministerium und zum BKA und zum Verfassungsschutz und so an, wie wir uns organisiert hätten.
Wir leben offensichtlich in einer Entwicklung, in der diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch die Rolle von Historikern darin nochmal neue Bedeutung wissenschaftlich, aber in der Öffentlichkeit eben auch gewinnt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.